So, herzlich willkommen, Leute. Wir willkommen euch, heißen euch willkommen, inklusive Kreislauf-Uwe und dem herzlichen, wunderbaren und sympathischen Max Leser hier. Herzlich willkommen live in den Werkzeug-News, Ausgabe Nummer 8 live. Also insgesamt, wenn man alles zusammenzählt, sind wir mittlerweile ja schon bei 110 oder 111, ne? Wir haben heute nochmal abgedreht für Sonntag, genau. Mit Livestream wäre es dann 119. Ja, wir kommen da gar nicht mehr hinterher, ne? Weil ich kann eigentlich auch nur bis zweistellig zählen. Ja. So, deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit auch immer häufiger Ausfälle. Aber was gibt es heute? Erstmal muss ich gucken, wir haben so ein paar Leute schon auf Instagram. Hallo, jetzt gibt es auch die Kommentarsektion. Was haben wir hier eigentlich? Ein Buzzer? Ein Butzer? Wenn die frechen Zuschauer rausgebuzzert, ne? Ah ja, genau. Genau. Dann sehe ich jetzt hier gerade. Unser Monitor ist aus. Unser Monitor geht in den Bildschirmschoner. Warum geht der Monitor in den Bildschirmschoner? Kann das sein, dass hier der Strom nicht dran ist? Doch, der Strom ist auf jeden Fall dran. Okay. Ich möchte jetzt die PIN live nicht sagen, aber du kannst gerne hier rüberkommen. Aber wenn wir noch online sind, dann würde ich sagen, dass wir mal kurz ein Wrap-up machen, was es heute so gibt. Herr Leser, sagen Sie doch mal was. Ja, wenn man schon unschwer erkennen kann, beziehungsweise an den Titel und jetzt hier an das Bild des Tisches, geht es heute um Warhammer. Unter anderem, ne? Unter anderem, genau. Ja. Also erstmal geht es wieder um ein paar Zuschauerkommentare von euch. Da chattet ihr ja schon. Genau. Und natürlich, was passiert ist. Da ist ja ein ganz großes Projekt passiert. Ich denke, dazu möchtest du natürlich auch noch ein bisschen was sagen. Ja. Hier schreibt einer, YouTube läuft nicht, aber YouTube läuft nicht. Ja, also die ganzen anderen Leute sind im Stream. YouTube läuft nicht, heißt mal bitte aktualisieren. Ja, aber unser Stream läuft auch nicht hier, ne? Da auch mal aktualisieren. So, jetzt läuft alles. Okay, wir sehen auch, dass tatsächlich Leute zuschauen. Wenn einer schreibt, läuft nicht, dann ist es meistens bei der einen Person das Problem und nicht bei allen. Aber waren zwei, ne? Okay, ja, waren auch schon drei. Okay, wir müssen jetzt erstmal, okay, ihr schreibt hier im Stream bei YouTube, es läuft. Hallöchen. hab gerade eine Zusammenfassung angeschaut und jetzt seid ihr live, was ein Zufall. Ja, da nochmal der Hinweis, was heißt Zusammenfassung vom Livestream und was erwartet euch, die vielleicht neu auf dem Kanal sind, hier im Livestream. Im Livestream erwartet euch kein Video, wie ihr es sonst gewohnt seid. Also wir labern einfach viel rum, naturgegebenermaßen, denn es ist wirklich live. Wir brauchen zwischendurch mal Zeit zur Vorbereitung, zur Koordination unserer geistigen und körperlichen, physischen Fähigkeiten. Dann müssen wir auch wieder was essen, genau. Denn wir haben alle noch nicht zu Abend gegessen. Aber du hast hier schon die Grillzange am Start. Messer auch. Messer auch. Wir hatten ja erstmal wieder gedacht, ob wir die Community mit einbeziehen in das Catering, aber aufgrund der Corona-Auflagen dürfte das natürlich gerade schwer sein. Ja, richtig. Das ist so eine schöne Idee. Ja, ich hatte eine Idee, dass wir irgendwie so mal so ein gucken, ob wir 50 Leute zusammenkriegen, aber ich glaube, das ist politisch nicht korrekt und das wollen wir auch nicht. Das war wirklich nur ein interner Scherz. Ah, ne? So. Ja. Genau, endlich wieder normale Leute. Dann lesen wir zwischendurch mal Chat okay. Vor. Luca lacht gerade. Von Yannick, noch nie so schnell von Pornhub gewechselt. Na, ja. Kein 31er-Move hier, ne? Das kriege ich 31er. Wir haben auf Insta fast so viele Zuschauer wie auf YouTube. Fast. 80 oder was? Ja, 60. Ein bisschen mehr. Lustigerweise kann ich es nicht lesen, weil mein Handy hier vorsteht. Aber ich könnte es ja mal hier so. Verlässt man auch schon das Problem. Ja. Dann sehen die auch den Leser. Ja. Oh, sorry. Boah, mach das Ding aus, ey. Das triggert mich gerade hart. Genau, wir müssen erstmal so ein bisschen reinkommen hier in den Stream. Also wir machen Warhammer heute und Kettensägen, weil das haben wir noch nicht gesagt. Genau, und Kettensägen. Ich war nämlich heute Morgen schon los und war einkaufen. Und die mir auf Insta folgen, die haben das gesehen. Hast du die gekauft? Ja, sicher. Ah, nice. Ja. Ja, nicht hier irgendwo, wo solche das denn sonst herkriegen, ne? Weil war Zuschauer Hinweis, dass ich die neue Husqvarna mal anschaffen sollte.
Denn ihr kennt ja den Akkukettensägentest, den guten. Und damals war die Milwaukee M18 so das dicke Brett. Auf jeden Fall. Wir hatten aber noch eine Husqvarna, eine alte, was war das? Eine, boah, keine Ahnung. Ja. Die Stiel war eine MS-200C, glaube ich. Genau. Und dann kriegten wir direkt einen auf den Sack. Dann hieß es, es gibt jetzt von Husqvarna und von Stiel neue Geräte. Die können das alles viel besser. Und das Ding hat auf jeden Fall Ivan im Ärmel, das hörst du schon. Kettenspannung ist nicht drauf. Ne? Nee, Kettenspannung müssen wir nochmal nachgucken, aber hör mal. Dein Gesicht. Ja. Du hast ihn noch gar nicht gehört, ne? Nee, nee. Also das merkst du schon, die hat... Willst du die kurz in der Topcam präsentieren? In der Topcam, ja, das präsentieren wir ja gleich noch. Genau so. Wir müssen die Kette noch ein bisschen spannen. Ich finde, die sieht für eine Akkusäge relativ erwachsen aus. Ja. Ne? Also war so mein erster Eindruck. Obwohl das hier auch, glaube ich, Kunststoff ist. Und ja, hat so einen Eco-Mode. Ich habe den 300er Akku dazu. Das heißt, der hat 300 irgendwas Wattstunden. Hat 9, irgendwas Amperestunden bei 36 Volt. Und es gibt noch einen 200er. Und Spritzwassergeschützt, ne? Genau, und die ist spritzwassergeschützt nach IPX4. IPX4? Ja, ich glaube, je weniger Zahl, desto besser. Mhm. Nein? Andersrum. Desto höher, desto besser der Schutz. Das ja. Da fragen wir mal die Leute. Ne? IPX4. Ne? Guck doch mal eben nach, was das ist. Auf jeden Fall habe ich bei Husqvarna auf der Webseite gesehen, von wegen, du kannst das Ding auch im Regen benutzen. Also du warst ja vorhin nur noch mit Duschen, ne? Von daher. Ja, 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 ich habe mir noch hier so die... Den Bart gestutzt. Genau. Das ist halt, dafür hast du ja mal eine andere Kette, ne? Genau. Und damit werden wir heute noch so ein bisschen Holz sägen. Uwe war nämlich eben extra nochmal los. Ja. Es war wieder total Eskalation. Wir wollten 10x10 Cantrails aus dem Sägewerk holen. Sollte da sein. Sollte da sein. Mitten als wir gedreht haben, kommt hier Emergency Alarm. Gibt kein 10x10. Nee. 6 auf 8. Jetzt haben wir 6 auf 8, oder? Nein. Nee, 8 mal. 10 auf 8. Ach so. 10 auf 8, genau. Oder 8 mal 10. Ja. Und das müssen wir alles hier noch vorbereiten, während ihr live dabei seid. Aber dann hat man mal zwischendurch ein bisschen Zeit zum Quatschen. Also, ja. So, jetzt geht's schon los. Warst du heute im schönen Brochterbeck? Yo. Genau. Das ist ja quasi so ein bisschen so meine alte Hut. Tecklenburg, Ibbenbüren, Lede. Gefährlich da hinten, ne? Ist saugefährlich. Ja. Hier schreibt IPX4 Schutz gegen Spritzwasser. Jakob schreibt, Uwe gehört hinter die Kamera. Dann, das war fies. Junge, Junge, Junge. Ja, Spritzwasserschutz allseitig. Ja, genau. Hallo, könnt ihr noch grüßen? Nein. Ja, auch IP67 ist das höchste. Ja. Aber 67 ist ja dann wieder eine Zusammensetzung. Also die IP64, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ist einmal gegen Staub und einmal gegen Wasser. Also eine Ziffer steht halt immer für eine Sache. Das war ja nicht immer dabei, ne? Nee, du hast ein X, das weiß ich, weil wir ja. Das in der Klausur hatten in der Berufsschule. IPX hast du und IP einfach nur so. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob X mit Spritzwasser die zweite war. Also eine Ziffer steht immer für Spritzwassergeschütz und eine steht immer für die Staubdichtigkeit. Die erste ist für die Staub und für die Fremdkörper. Ja, und die andere ist dann für Spritzwasser. Erste Ziffer, Schutz gegen Eindringen von Staub und Fremdkörper. Die zweite Ziffer gibt den Schutz gegen Wasser an. Ja, ja, und was heißt das? X? Ja, das weiß ich aber auch nicht. So, und dann gibt es noch die IPX10. Da machst du das quasi das komplette Gerät einmal in Silikon. Dann lässt es aushärten und dann ist gegen alles. Gegen alles. Der Blick. Ich mach die Wurst für dich. Ist das eigentlich hier so normal oder ist das schon kaputt? Das ist schon kaputt. Ohne Scheiß? Nein, das ist so. Das ist so. Ich wusste gar nicht, dass hinten drin steht, keep away from fire. Wo? Auf den T-Shirts. Das steht da überall drin, hat man mir gesagt. Kennst du das nicht? Das ist so... Das ist so deren Coolness-Faktor. Ja, so cool halt, ne? Ja. Apropos T-Shirts, unsere T-Shirts. Ist das so ein bisschen... Junge, unsere T-Shirts, ne? Wir zeigen euch noch keine Designs, aber die Designs sind im Prinzip alle fertig. Es ist auch schon in Produktion, aber aufgrund der Pandemie rechnen wir jetzt, oder ist es in Gefahr, dass wir es noch vor Weihnachten kriegen? Tatsächlich? Es war, ja, ja. Also wir haben jetzt, sag ich mal, locker 4 Wochen Verzögerung. Das ist eine Menge, nicht nice. Aber wiederum, die Shirts sind so geil. Ich habe sie heute mir nochmal angeguckt.
Und da hast du auch sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt, muss man auch so sagen. Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen Designs, die da sind, sind ja auch alle von dir. Es ist jetzt nicht so, dass wir da was eigentlich zusammen gemacht haben. Das klingt aber auch gut. Es ist aber eigentlich nicht so, dass wir irgendwas mitbestimmen konnten. Zum Beispiel das Quartett war ja so, das kann man sagen, das war ja eine Teamaufgabe. Teamarbeit war ja so. Und bei den Designs war es halt so, klar, wir machen Merch. Und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir? Und da war letztendlich warst du ja, der die Designs, die Ideen zusammengesammelt hat und daraus dann halt das T-Shirt gemacht hat. Das kann man ja schon so sagen, warum es ja nicht schlimm ist. Ne, ist ja auch nicht schlimm. So, und dann war ja noch die andere aus dem Büro, die sich dann mit den Stoffen auseinandergesetzt hat. Aber rein optisch und die Gestaltung war, ist halt alles aus deiner Feder. Ja, ich bin ja auch Modezar. Genau. Ne? Auf jeden Fall. Ich lasse mir hinten die Haare jetzt mal so ein bisschen länger wachsen, einen kleinen Pferdeschwanz. Ne? Ja. Das sieht auf jeden Fall gut aus. So einen kleinen Tod meinst du, ne? Genau, ein Akkuschrauberquartett ist im Druck, aber kann ich euch ehrlicherweise sagen, ursprünglich hieß es mal, dass das eine Produktionszeit von 2 Wochen hat. Und jetzt hat die Druckerei auch irgendwie wegen Pandemie und überhaupt und Weihnachtsgeschäft gerade mal so gesagt, es könnte knapp werden. Ja. Aber ich sag mal so. Das gibt eine Anzeige. Der Peter fragt, was gibt's heute zum Abendbrot? Was gibt's heute? Wir haben Uwe ins Catering einbestellt. Das Standard, ich kann nur ein Gericht. Bratwurst, ne? Bratwurst und Baguette. Bratwurst, aber gibt's Baguette auch? Nee, Mann. Baguette habe ich auch. Und Salat. Salat auch. Salat. Genau. Baguette hast du wohl? Ich hab richtig Schmacht, ne? Heute Baguette, oder was? Ja, hab ich heute Morgen frisch gemacht. Frisch gemacht vor allem. Ja. Ja. Aber dann haben wir auch noch eine Neuigkeit. Und zwar haben wir einen neuen Werbepartner, einen neuen Sponsor. Denn wir haben uns gedacht, wir sind ja auch eigentlich immer so ein bisschen am Essen dran, ne? So zwischendurch immer so Snacks. Und dann sind wir angesprochen worden von Koro. Und was macht Koro? Habe ich erst mal gedacht, was machen die? Kannten wir beide nicht, drei nicht. Aber die machen so Superfoods, Snacks und Nahrungsergänzungen. Und was weiß ich, wenn es gibt ja Leute, die machen zum Beispiel ihre Müsli selber oder die machen so mit. Gibt es nicht so Superfood-Samen hier? Chia-Samen und sowas? Chia-Samen. Ja, das wurde als Superfood klassifiziert, obwohl das schon. Oder Flohsamen. Und genau, das verkaufen die Kollegen online und zwar in meistens größeren Gebinden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, bevor wir mit denen was machen, will ich erstmal testen. Und dann haben wir eine Bestellung einfach mal gemacht und haben uns das hier munden lassen. Und teilweise musste ich dann das Zeug wieder hier aus der Allgemeinheit rausziehen, weil das echt so gut schmeckt. Ging zu schnell weg. Ja, das war also hier die. Ging es zu schnell weg oder hast du gedacht, ich will alles für mich haben? Nein, ich habe überhaupt nichts für mich da abgezweigt. Das stand, hier, hol mal das Zeug. Wo stand die Kiste? Was für eine Kiste? Ich hol mal ein paar Sachen. Ja, genau. Und unten in der Beschreibung kriegt ihr auch die Adresse. Und es gibt einen Rabattcode. Ich bin so aufgeregt. Wir haben einen Rabattcode mit 5%, ja. Müsst ihr Baufunk24 als Rabattcode eingeben. Genau, und wir haben uns überlegt, ne, so ich mal ein paar mehr. Nüsse isst man am besten aus Nussschalen, aber wir brauchen ein bisschen Panzer, sonst ist das Zeug. Ist doch da, ist da nicht drin. Eigentlich sind das unsere Tantra-Klangschalen, ne? Hast du nämlich am S-Max die Reifen gewechselt jetzt? Ja, heute. Zündkerzen rausgedrückt. Jo, Zündkerzen. Ich habe beim E-Golf heute erstmal Luftdruck wieder erhöht, weißt du? Wir haben den wieder gekriegt irgendwie mit 2,2. Hast du das schon mal gemacht? Was? Bei deinem E-Golf Reifendruck kontrolliert? Klar. Also ich habe auch, das war das erste, was André gesagt hat, mach den auf 3 Bar. Ich habe noch nie kontrolliert, seitdem ich mein Auto habe. Was? Ne, ehrlich nicht. Ich muss das morgen echt mal machen. Alter, seit wann hast du denn dein Auto? Soll ich schon mal reinfüllen? Ja. Ja, jetzt noch nicht so lange, aber 3-4 Monate habe ich den schon. Alter, das ist echt live. Hier spielen sich Dramen der Menschheitsgeschichte ab. Jetzt sagt mal ehrlich, ne, wenn ihr Auto fahrt, seid ihr auch so krass drauf, dass ihr 3-4 Monate nicht den Reifen druckt? Ohne ich Scheiß. Weiß, das ist wichtig, so wegen Abnutzung und so. Nee, das ist nicht nur wichtig wegen Abnutzung. Ich erzähle dir mal eine Geschichte aus meinem Autofahrerleben. Ich hatte mal einen schleichenden Luftdruckverlust. Also nicht ich, sondern. Wie eine Nordschleife. Die sind voll lecker, Alter. Also die sind mega lecker. Ja. Ja, pass mal. Nee, warte, denn mal. Und Plattfuß auf der dann auch mal. Dann fährst du. Was denn? Nee, lass halt mal erzählen. Dann fährst du halt und du kriegst gar nicht mit, dass du Luftdruckverlust hast. Und auf einmal fährst du halt mit 1 Bar. Ja, steigender Plattfuß, wie an der Nordschleife. Das ist echt. Was ist, für das, Nordschleife? Wie an der Nordschleife. Ja, bei 24-Stunden-Rennen ist das ganz oft ein Symptom, warum die in den Box fahren. Steigender Plattfuß.
Das hört sich ein bisschen komisch an. Das heißt so. Ja? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer guckt 24 Stunden rein? Klangschale fallen lässt das auch nicht. Das heißt wirklich so, steigender Platz. Also hier, schreibt der Micha, schreibt jedes Mal beim Tanken mit kontrolliert. Oh, das ist ja viel zu hoch. Also das mache ich jetzt auch nicht. Dann die neuen Autos haben ja auch eine Reifendruckkontrolle. Ja, wir sind ja auch noch. Aber, ja. Wir haben hier auch noch eine. Ist mein Diesel schwefelfrei. Ey, ich habe gar keinen Platz. Philipp, das sind Wasabi-Nüsse. Die sind richtig geil. Die sind richtig geil. Ich hab erst, aber die sind relativ scharf. Aber ich finde, die haben eine gesunde Schärfe. Also für mich könnten die sogar noch schärfer sein. Ich probiere die gleich hinterher. Nein, probier das mal. Die sind, also die machen dich jetzt nicht tot. Nein. Aber was ich echt gut finde, dass das echt Großpackungen sind. Weißt du, du gehst in den Supermarkt und dann hast du so kleine Packungen und greifst zweimal rein und bezahlst gefühlt ein Vermögen. Also, aber mein Highlight sind auf jeden Fall die hier. Also die sind auch schon geil, ja. Aber die Cashews... Die habe ich schon aus der Tüte raus. Dann Bananenchips, die sind nicht gezuckert. Bananenchips mache ich total gerne, aber die sind ja in der Regel gezuckert. Und dann denkst du, das kann nicht gesund sein. Mhm. Felix findet es voll cool, dass Uwe dabei ist. Ja. Der eine hat gesagt, du sollst hinter der Kamera. Ja, Mann, gehe ich gleich. Mach ich gleich. Hast du die schon probiert? Ja, die sind heftig, die hast du mir einfach ins Büro gelockt. Ins Büro gelockt? Sonst wärst du heute gar nicht so... Komm her, ich hab was Süßes. Boah, das riecht... Das riecht echt mega krass nach Weihnachten und nach Kirmes. Die schmecken Kirmes so. Kirmes ist für mich immer gebrannte Mandeln. Ja, die schmecken, aber Weihnachten, Weihnachten schmecken echt so. Die riechen und schmecken wie gebrannte Mandeln, aber gesünder. Du denkst nicht, du hast jetzt hier einen Zuckerschock. Lukas, hast du die eigentlich schon mal probiert? Nee. Probier mal. Schmeiß mal was rüber. Ich komme im Brom, ich gebe dir ein bisschen was. Boah, aber die sind echt gefährlich. Jetzt werden jetzt auch eine so. Ja, nee, Mann. Vielen Dank. Die Erdbeeren haben wir dann, die Himbeeren, die hatten wir auch, ne? Boah, die sind echt gut. Himbeeren, ja. Aber die Himbeeren sind schon alle. Echt, hast du? Die habe ich gar nicht gegessen. Probier Erdbeeren. Die kannst du dir gut fürs Müsli. Als wir letztens unterwegs waren, da habe ich dir noch mal so einen Misch gemacht, zwischen den Bananendingern und den Erdbeeren. Und die sind gefriergetrocknet. Die kannst du gut ins Müsli. Ja, also ich finde, das ist so lustig, wenn du die isst. Ganz weich. Jo. Ja. Ja gut, für Müsli sind die wahrscheinlich geil, ne? Aber die sind bestimmt voll schnell babbelig, ne? Ja, die musst du trocken. Aber hast du jetzt die Nüsse probiert? Die sind getrocknet. Hast du die Nüsse probiert? Nein, habe ich noch nicht. Das stell dich doch nicht so an, die schmeckt echt. Du kriegst einen Kreislauf. Ich kann Schärfe nicht so gut ab. Ne? Gar nicht? Aber das ist doch schon grenzwertig. Aber die gehen wir haben eine Donation von 10 Euro. Oh, Gunnar, 10 Euro. Testet doch mal bitte mehr Maschinenzubehör und Verbrauchsartikel, wie zum Beispiel Bohrer, Fräser, macht weiter so bestes Format. Danke. Ist mir schon wieder warm. Ist so schlecht? Was? Ist mir schon wieder warm, sag ich. Ja? Ich und trink schnell einen Gösser. Ja, dann ist er nachher breit. Liege unterm Tisch. Mit Zungen Gösser soll ich den erstmal aufmachen? Das mache ich Dominik schreibt der Blick von Uwe. Aber die sind nicht so geil. Ja, weil du keine Schärfe abkannst. Ich mag diesen Geschmack nicht. Ich finde die richtig geil. Ich habe echt so Schmack. Ich könnte jetzt die ganze Zeit statt quatschen. Wollen wir mal rausgehen? Ja. Für uns was machen? Ja. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen Koordination reinkriegen. Jalla. Mach schnell. Ich will Baguette. So wie das letzte, ne? Aus dem Mikro? Das ging gar nicht. Schon mal Baguette in der Mikro gemacht? Hat Uwe gemacht. Ich habe das falsche Programm eingewählt. Boah, ist ein André, bring den mal Trez. Kennt ihr Trez? Die gab es früher. Schoko, ne? Ja. Mit Seife, Karamell oder so? Das ist eigentlich wie M&M's so ungefähr. So Erdnüsse mit so einer Schokohülle. Und die gab es früher in meiner Kindheit und dann gab es die nicht mehr. Und auf einmal gibt es die wieder. Weil M&M's sie aufgekauft hat. Wirklich? Glaube ich nicht. Ich habe mir nur... Mal ein paar wilde Theorien in den Raum schmeißen. Schöne Grüße von der Dachdeckerschule Eslo. Hättet ihr eine Idee für ein Format Eslo? Top 5 oder Top 10 Werkzeuge? Ich feiere Wasabi-Nüsse, jo. Ob wir wohl Eslo einen Stream machen? So. Aber weißt du, was geil ist mit Wasabi-Nüssen? Wenn du dich verschluckst und das Wasabi kommt in der Luftröhre, dann hast du richtig Spaß. Aber Wasabi ist man immer klassisch auch noch ein bisschen zu Sushi, glaube ich, ne? Ja, klar. Und ich wusste nicht, dass das Wasabi war. Ich hab gerade gedacht, das wäre so ein Dip, also jetzt nichts Scharfes. Das ist ja genauso wie Meerrettich. Wenn du ganz viel Meerrettich auf einmal nimmst, Junge, das zieht dir direkt in der Nase und dann... Und das hatte ich mir gesagt, war Wasabi, weil das erste Mal, dass ich Sushi gegessen habe. Erstmal fand ich es halt total, ja, nicht geil, weil es einfach Sushi einfach so kalter Fisch ist und so, das mochte ich nicht. Und dann hat noch diese Wasabi-Erfahrung,
Seitdem habe ich nie wieder Sushi gegessen. Nee. Boah, das hat richtig gebrannt. Das ja, ja, klar, wenn genau. Ich mir denkst, dass Wasabi eine, so wie Ketchup ist. Ja, ja, und so habe ich es ja drauf gemacht, ne? Aber kennst du noch Jackass? Ja, klar. Und da gab es eine Folge, wo, ich glaube, Steve-O sich Wasabi gerührt hat, so ein bisschen flüssig, und dann hat er sich das durch die Nase gezogen. Boah. Boah, Junge. Ja. Die haben schon Sachen gemacht? Boah, hier kommen wieder Test-Sachen rein. Teste doch mal Hochdruckreiniger. Haben wir gerade, sind wir gerade dabei. Einen dicken Bohrhammer-Vergleich, 36 Volt, haben wir nicht. André und Essen im Stream ist wie Winter und Schnee, das hat er schön gesagt. Weil irgendjemand hat sich auch schon mal beschwert, was das für ein unpflegelhaftes Verhalten, dass wir hier im Fernsehen, quasi in der Sendung, essen. Aber wo du gerade sagte Schnee und Winter, das gehört gar nicht mehr zusammen. Es gibt doch sogar schon Kinderfilme, wo gar kein Schnee mehr gezeigt wird, weil die Leute das gar nicht verstehen, die Kinder. Die wissen gar nicht, was das ist. Was? Ja, habe ich schon gehört. Dass die können darauf verzichten, weil das keiner mehr kennt und keiner hat das bis jetzt real mal erlebt, Schnee. Ach komm. Doch, wirklich so, dass die kurzen Kinder das gar nicht wissen, ja, was Schnee ist. Ja, in Dubai vielleicht. Nee, auch ja, hier schon, guck dir mal unseren Schnee an. Ja gut, aber dann fährst du mal in Sauerland oder so. Also du kriegst ja wohl noch Schnee zu sehen, ne? Ja. Nee, aber mit dem Essen ist natürlich so, wir sehen das früher wie Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Die hatten auch immer Gummibärchen am Start. Ja, weil Gummi, warum hatten die wohl Gummibärchen? Gummibärchen. Ja gut, warum haben wir jetzt hier Nüsse am Start? Ja, ist genau. Obwohl man muss sagen, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich das nicht gut finden würde. Ich habe auch schon den einen oder anderen Deal abgesagt, weißt du auch, von Zeug, wo ich dachte, das kann ja keiner sich zumuten. Nee. Das sind doch wirklich schöne Sachen. Also gerade Cashew, die mag ich sehr, sehr gerne. Genau, Banjo gab es auch früher und Reiter. Schneeschieber und Schneefräsen. Ja, das ist wieder das Thema. Ich hatte neulich tatsächlich Schneefräsen mal so geguckt, was es da so gibt. Aber wir haben eine Schneefräse und wir haben die seit 4 Jahren nicht mehr im Einsatz gehabt. Ja, lohnt. Also ich sag das mit dem Schnee, das ist jetzt nicht so, das hat sich jetzt ja gerade ein bisschen sehr hart angehört, aber das ist schon realistisch. Wann siehst du hier mal Schnee? Richtig bei uns. Gar nicht. Mhm. Schneefräse ist auch so ein Zeigt mal, was ihr so nicht könnt. Schreiben und lesen. Du hast doch Leser und du kannst nicht lesen? Ja, deswegen denken alle, ich bin ein guter Leser, weil ich das im Namen stehen habe. Deswegen muss ich jetzt nie beweisen, dass ich lesen muss. Kann. Ja, aber mal ernsthaft. Gibt es da so Sachen, wo du sagst, die kannst du echt nicht, da hast du null Talent? Also ich wüsste ein paar Sachen. Ja, tatsächlich. Also schreiben und lesen. Ist das wirklich? Gut, also, aber davon abgesehen. Also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht tanzen. Hier so, also so tanzen zusammen oder so geht gar nicht. Also ja, weil du es nie gelernt hast? Oder nie so, also von jetzt auf gleich könnte ich das auch nicht. Ich bräuchte dann natürlich schon jemanden, der es mir zeigt. Und ich war mal im Tanzkurs, weil das alle gemacht haben. Und ja. Ich wollte das eigentlich nicht, weil ich dachte, das macht keinen Sinn. Und dann hatte ich aber Leute, die mir zugesprochen haben, nein, Anne, du kannst das. Und nach der dritten Tanzstunde haben die dann gesagt, kannst du doch nicht. Kannst du doch nicht. Oh. Nee, und zeichnen kann ich nicht. Ich kann auch nicht schön schreiben. Also so zeichnen oder so. Also zeichnen oder skizzieren? Nee, einfach so. Also ich finde Leute krass, die zeichnen können irgendwie so. Na gut, das kann ich auch nicht. Aber da hatte ich auch mal eine richtig geile Erfahrung. Was ist Erfahrung? Ein Erlebnis. Eine geile Erfahrung. Nee, eine Beobachtung. Mhm. Und da war zum Beispiel im Bus in Münster, den habe ich zweimal getroffen, der zeichnet immer die Leute aus dem Bus. Nee. Der setzt sich da hin und dann guckt er meistens links oder rechts, je nachdem auf welche Bus hat er sitzt. Und dann zeichnet er einfach sein Gegenüber. Ohne dass er es mitkriegt. Dann sitzt er da und macht. Und ich saß dann zwar, also beim ersten Mal saß ich aus Zufall hinter ihm. Und beim zweiten Mal habe ich mich halt wieder extra hinter ihn gesetzt, beziehungsweise damit ich das beobachten kann. Und er hat das unnormal krass schnell gemacht. Und auch, das war, ich will jetzt nicht sagen wie ein Foto, aber du hast schon genau erkannt, wen er da gezeichnet hat. Das war halt richtig spannend. Der ist halt angefangen zu zeichnen und habe ich geguckt, wen zeichnet er jetzt. Und dann ist er dann halt, keine Ahnung, 2, 3 Bushalten später weiter, war der fertig mit seiner Skizze und hat er den nächsten gemalt. Krass. Wirklich, das war immer so seine Beschäftigung im Bus, beim Busfahren. So richtig geil. Aber stell mal vor, der braucht jetzt vielleicht 3 Bushaltestellen und dann fängt er 3-mal an, eins zu zeichnen und derjenige steigt nach einer Haltestelle schon aus. Ja, hat er da irgendwie so einen riesen Block und die Leute sind nur zur Hälfte. Ja gut, das kann natürlich auch passieren. Dann aber soll er sich vielleicht eine Route überlegen. Richtig bemerkenswert. Er hat sich wirklich hingesetzt, aufgeschaut und direkt angefangen und das war wirklich ein paar Haltestellen, aber das fertig. Krass.
Mhm. Ich habe mir schon gedacht, wie geil wäre das, wenn ich gerne so ein Buch hätte. Wenn du einfach so durchblättern. Sie ist halt über so Menschen, also Figuren oder beziehungsweise Porträts und weiß genau, dass halt immer irgendwie so ein Mitfahrer von ihm gewesen. Das war schon echt geil. Wo haben wir die tollen Schüsseln für die Nüsse her? Ja. Verlinke ich euch mal unterm Video, aber das dauert noch ein bisschen. Geht ja schlecht gerade, weil es ist ja live. Das sind aber diese, das ist ganz lustig, weil das ist, ich finde es eigentlich originell und die sehen so aus wie richtige Schüsselchen. Nussdinger, ne? Also wie richtige Nüsse sehen die aus. Das ist zum Beispiel 80er. Was ist das nochmal? 100 oder 120. Boah, wo steht es denn dran? 120er? Ja. Ich glaube, letztens hat mir einer bei Insta was geschickt oder war das an die Redaktion? Da hat er bei sich auf der Firma, hat er, glaube ich, da auch eine 120er noch oder 140er. So einen riesen Klopper hat er mir geschickt. Hat er gesagt, guck mal, was wir auch haben. Aber ich glaube, die machen eine richtige Sache mit. Wir essen ja nicht Nüsse raus. Ja, also du kannst halt Nüsse aus einer Nuss, stilvoller geht's ja nicht. Nee, das stimmt. Jemand fragt, was hat es mit diesem Alcatraz-Schild hinter uns auf sich? Das ist einfach, was ich letzte Mal aus USA mitgebracht habe. Einfach so aus Gag. Da hast du uns doch freigekauft von. Genau, du, ja, vor allen Dingen aus Alcatraz. Ist das nicht das Knappweg des Gefängnisses? Alcatraz ist die Gefängnisinsel. Da hat Al Capone gesessen. Und da gibt es einen sehr coolen Film über so ein Ausbruchskommando. Da sind nämlich wirklich Leute ausgebrochen aus Alcatraz. Die haben da wochenlang oder monatelang sich einen Tunnel aus ihren Zellen gegraben. Und damit das nicht auffiel, wenn die dann am Graben waren, haben die sich vorher aus Ton oder so oder aus Lehm so Puppenköpfe gebaut mit Haaren und so. Und immer wenn die dann in den Tunnel waren, zum Kratzen mit der Eierpfeile oder was weiß ich, haben die diese Puppen ins Bett gelegt. Und das, wenn halt der Wächter da so lang ging und dann mal so in die Zelle geguckt hat, das ist nicht aufgefallen. Und die waren weg. Ich glaube, 3 Leute. Das ist ja, ich glaube, der Film heißt Flucht von Alcatraz oder so. Ist ja nicht sogar mit Clint Eastwood? Ja, das schreiben auch alle in den Kommentaren. Ich finde das halt auch so krass. Also das ist echt ein geiler Film, der ist schon alt. Aber das Krasse ist, die Leute, die da geflüchtet sind, die hat man nie gefunden. Und man geht auch davon aus, dass sie das nicht geschafft haben, dann an Land zu schwimmen. Weil das Wasser halt relativ kalt war. Ich kenne The Rock, der spielt ja auch auf Alcatraz. Genau. Ja. Und ich war ja schon öfter in San Francisco. Und dachte immer so spontan mal auf Alcatraz so eine Tour, aber hab dann nie einen Platz gekriegt. Ach so. Du kannst ja Touren da machen. Mhm. Mhm. Schon geil. Ja. San Francisco. Genau. Sind da nicht auch die Navy Seals sogar stationiert? Ich meine schon. Das Ausbildungszentrum? Ein Kumpel, der war da mal. San Francisco ist ja Dings hier. Fisherman's Wharf und daneben ist auch, glaube ich, hier dieser Navy ich meine schon. Stützpunkt. Ich ja. glaube schon, ich weiß es nicht. Ja. Aber USA war dieser leider für dich auch nichts drin, obwohl du auch ein paar Termine hattest, ne? Ja, ja, dieses Jahr ist etwas ruhiger, ne? Naja. Ich wäre, wie gesagt, wann war das denn? Ich wäre im Frühjahr nach USA geflogen und Anfang im September. Ja. Ja, genau. Schade, schade, schade. Na, schade Schokolade, darauf noch eine Wasabi-Nuss, ne? Aber die Farbe ist auch schon giftig so irgendwie, ne? Die Farbe ist ja. Und was die haben auch irgendwie sowas. So schwarze Noppen, ne? Mhm. Egal, schmeckt. Und ich finde, die sind relativ groß für Wasabi-Nüsse. Du kennst sie ja auch so. Ich habe tatsächlich noch nie eine Wasabi-Nuss vorher gegessen. Ne? Mhm. Aber bist direkt hooked. Ich war echt so direkt verliebt so. Mhm. Willst du nicht mal von so einem Projekt erzählen? Martin Schuster fragt, gibt es was Gutes am Black Friday? Also könnt ihr euch schon mal vormerken, am Black Friday werden wir euch wieder ein Video zeigen und da gucken wir mal rum. Dann Wagenhebertest. Ja, wir haben schon mal einen Wagenheber von BGS euch gezeigt, als wir unseren S-Max gewechselt haben. Das war ein Rangierwagenheber, ne? Ein Rangierwagenheber. Wir hatten aber tatsächlich ein bisschen Probleme, die Wagenheberaufnahmen am S-Max zu finden. Tatsächlich. Die waren irgendwie so ein bisschen komisch, bis gar nicht vorhanden oder so spezial oder was weiß ich. Dann, Noah schreibt, könnt ihr mal was über Werkzeug machen? Oh, das wird schlecht, Werkzeug so. Dann Donovan Wüst schreibt, liebe Grüße von Annette und Donovan. Ja, Donovan, so. Grüße zurück. Müsste man erklären, für die, die nicht dabei waren, auf Insta haben wir es ja schon
ausreichend gezeigt. Der Donovan hatte sich gemeldet und hat gesagt, Leute, Baumhäuser bauen ist nicht mein Ding, aber kochen und so Barbecue, das ist so mein Thema. Und dann haben die, hat er und seine Frau, war es glaube ich, die haben sich angeboten, uns ein bisschen zu bekatern. Dann, ist das das richtige Verb? Bekatern? Ich kenne wohl Decatur in den USA, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall uns zu bekochen. Unseren Oma hätte auch Party-Service gesagt. Party-Service. Und dann habe ich mit Donovan telefoniert. Ich dachte ja, es wären 10 Minuten gewesen, aber es war tatsächlich wohl eine Stunde, wo wir alles durchgegangen sind. Und dann hatte ich eine riesen Einkaufsliste und habe erstmal eingekauft für viel, viel Geld. Bestes Fleisch, feinstes Fleisch. Das Pulled Pork war... Das war mein Highlight von den ganzen Gerichten. War das echt mein Highlight. Aber die Burger waren auch mega. Ja. Es war eigentlich alles mega. Und ich habe auch schon so ein bisschen Feedback bekommen von den Teilnehmern der Baumhaus-Challenge. Und ich glaube, die waren alle total begeistert. Es war ja auch ein mega Event. Es war wirklich... Sagen, was ist überhaupt erstmal die Baumhaus-Challenge? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das alle jetzt mitgekriegt haben. Ne? Ja, wir haben es ja schon in den letzten Werkzeug-News mal kurz gezeigt. Also wir hatten eben Zuschauer da. Wir hatten ungefähr 300 Bewerbungen. Am Ende blieben 12 Teilnehmer übrig. Und die Challenge oder die Aufgabe war, von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag 15 Uhr 3 Baumhäuser zu bauen. Genau, jedes Team 1. Genau. Also wir haben die Teams dann entsprechend ausgewählt nach Qualifikation. Jedes Team hatte auch einen Holzprofi, einen Tischler oder einen Zimmerer dabei. Jo. Und Baumaterial war ausreichend vorhanden. Ja, klar, hier und da hätte es ein bisschen mehr sein können. Viele haben immer noch nach 10 auf 10 geschrien, aber grundsätzlich war Material da, sodass sie zumindest was auf die Beine stellen konnten. Ja. Genau, und wir hatten eben das Ganze auch gefilmt. Klar. Ich war immer irgendwie gefühlt nonstop unterwegs. Dann Michael hat gedreht, der war auch, hat jemand, der Zuschauer, ich glaube der Raphael oder der Max hatte geschrieben, dass ein Dank an unseren Kameramann, der immer dabei war, aber nie gestört hat. Ach so. Ja. Wo kannst du, wenn du ein paar Clips hast? Na, hast du mal ein paar Clips? Ja, natürlich. Und zwar aus meiner Insta-Story. Könnt ihr euch da auch auf meinem Insta-Profil gibt es so ein Highlight im Baumhaus. Und da könnt ihr sowas sehen. Also wir hören ja jetzt, glaube ich, keinen Ton von der Insta-Story. Ne? Das ist jetzt Baumhaus Team 3. Genau, das ist Team 3. Die haben so ein Blockhaus gemacht. Doch, die Ton hören wir. Also die Zuschauer hören den, aber ihr hört den jetzt nicht. Ja, okay. Was hast du noch? Ein Clip? Hast du noch einen? Fabian, es gibt eine Donation von Fabian. Fertigteile bau. Und Fabian war wahrscheinlich der Fabian, ne? Von Team 3. Von Team 3, der war ja sogar Teamleader, glaube ich. Genau, der Fisch war jetzt nicht so meins. Ja, wir haben nämlich schön fermentierten Hering gegessen. Obwohl, der konnte ihn nachher nicht essen, weil der andere Kollege so die ganze Zeit... Man hat gesagt, ey, der Fisch geht mir gar nicht so an die Nieren, aber ich kann den anderen Typen nicht gerade ab, der die ganze Zeit versucht hat zu kotzen und zu würgen. Ich kann es nicht essen. Ja. Er hat ja nicht nur versucht, er hat ja wirklich. Ja. Hier, Raphael schreibt gerade, ich weiß nicht, ob es jetzt Raphael war, der uns nochmal geschrieben hatte, dass er auch so ein bisschen traurig war, dass nicht mehr Zeit zum Socializing war. Also einfach mal entspannt am Lagerfeuer sitzen. Ich meine entspannt, wir haben das ja auch unter Corona-Auflagen gemacht, das heißt, wir haben immer mit Maske, wir hatten Abstand gehalten und so weiter, das sowieso. Von daher wäre jetzt diese Lagerfeuerrunde eh nicht möglich gewesen, aber es war einfach so, dass der Zeitplan wirklich sehr, sehr knapp, sehr, sehr knapp war. Aber umgekehrt hatten die Leute auch per se mit ihren Konzepten direkt so viel Ehrgeiz und so viel vorgelegt. Ich hätte mit 3 Bretterbuden gerechnet und was nachher, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ihr bekommt das ja in den Videos noch ausführlich zu sehen, aber das hat mich wirklich weggeflasht und ich weiß noch, als ich am ersten Tag da stand und dachte, was ist das denn jetzt da? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das heißt, die Leute haben sich schon dann selber so unter Druck gesetzt, dass da auch keiner nachher mal Zeit hatte. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kollegen, ich glaube Max war es von Team 1, der saß nachher auf dem Dach, angeleint und hatte rechts den Akkuschrauber in der Hand und links den Burger. Ja. Und hat gegessen. Also das, wir haben auch viel mitgenommen, so ein bisschen an eurem Feedback. Und natürlich haben wir auch ein bisschen was dazugelernt. Auf jeden Fall. Dann auch nochmal zu sagen, ganz klar, ohne unsere Sponsoren, nämlich Milwaukee, Förch, die ganzen Schrauben, die ganzen Befestigungsmaterialien gesponsert haben. Auch Wolfkraft hat noch was dazugetan. Ja.
Also im Leben wäre das noch nicht möglich gewesen, denn wir hatten ja auch für zigtausende Euro Holz gekauft, ne? Plus Essen und so, also... Ja, das war schon ein großes Projekt. Ja. Und für diese kurze Zeit, die wir an deinem Vorplan haben, war das schon ganz gut. Aber wie gesagt, wir haben auch daraus noch irgendwie eine Lehre gezogen, was man dann für weitere Projekte, ich denke, das wird in so einer Art und Weise Form wiedergeben, wie man das dann halt noch ein bisschen verbessern kann. Auch so gerade so, dass man vielleicht auch zum Abschluss des Projektes irgendwie nur mal einen halben Tag Zeit hat, wo man dann einfach nochmal alle wieder so cool down gehen können und einfach über das Projekt reden kann, abschließen kann und dann einfach mal wieder noch eine schöne Zeit zu haben. Weil das hat jetzt... bei dem Projekt leider doch schon ein bisschen gefehlt, dass man sagen kann, okay, jetzt ist das Projekt ist zu Ende, die Ergebnisse sind da, Verkündung ist passiert und jetzt machen wir jetzt einfach noch einen chilligen, sitzen zusammen und ja. Aber dann muss man das einfach. Wirklich, ja, dann wäre das in der Zeit nicht gegangen. Nee. Also wir haben schon Ideen für eine neue Challenge vielleicht nächstes Jahr, müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wer sich dann da auch als Sponsor vielleicht beteiligen mag. Ja. Aber ich habe das heute noch mit dir besprochen. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, wir haben richtig geile Ideen, aber das wäre dann auch eine Sache, wo man dann vielleicht den Teilnehmern sagen müsst, ihr müsst euch eine Woche Urlaub nehmen. Mhm. Und dann kann man so ein bisschen wirklich so einen Camp-Charakter machen mit ein bisschen, dann hast du auch mal Zeit für Lagerfeuer. Ja, oder hier für Kräuterbaguette. Willst du was haben? Ja. Aber die Leute haben sich natürlich auch selber unter Druck gesetzt. Weil, ja, das meine ich ja. Weil die Gestaltung war, ich weiß nicht, ob das alle wissen, war ja auch immer Aufgabe des Teams. Es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, hier so und so, das ist jetzt das Baumhauskonzept. Bitte baut dies genauso nach, in bester möglicher handwerklicher Qualität. So war es ja nicht. Es war, hieß ja, okay, denkt euch was aus, macht selber euer Konzept. Also wir haben halt die Grundplattform gestellt, also Uwe und ich haben das vorbereitet. Alles andere war dann halt Teamsache. Und da haben die natürlich auch schon schöne Konzepte vorgelegt und dann natürlich auch nachher auch ausgeführt. Und das war nachher wirklich so, auch wenn man da mal davor steht, jetzt auch mal, wenn jetzt alles wieder fertig ist, hast du natürlich echt drei schöne individuelle Häuser, die sich halt alle voneinander abheben. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwo was hast, was baugleich ist. Klar, natürlich die Holzfarbe ist natürlich jetzt überall gleich. Das ist auch immer geschuldet, dass einfach das Material auch mal das gleiche war, aber rein gestalterisch, auch von den Größen, Abmaßen, obwohl die Plattform die gleiche ist, ist es doch alles sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und was es auch sehr, sehr interessant macht. Ja. Könnt ihr doch den letzten Clip sehen? Wir haben ja bisher nur zwei gesehen. Was haben wir beim zweiten? Eben kam ich noch, ich sollte erklären, was auf dem zweiten zu sehen war. War Team 1 mit der... Zeig nochmal den zweiten Clip. Achso. Das sicher. Was? Was gibt's denn? Nudelsalat? So, hier ist Aktiva Fertigteilebau. Genau, das ist auch Team 1. Und das ist der Max da. Oh, krass. Oben. Und das Krasse ist, die haben wirklich so Modulbauweise gemacht. Das heißt, die haben wirklich eine Vorfertigung unten auf dem Boden. Ja. Und in der Zeit hast du auch natürlich an dem Haus selber nicht so viel Fortschritt gesehen. Und dann dachten wir, okay, passiert da nachher drei Stunden jetzt mal irgendwas? Und dann passierte nichts und auf einmal ging das da zack, ne? So ein bisschen so wie Fertighauskonzept, ne? Oder aber das musste auch passen. Das hat mich total geflasht, dass die Jungs alle so präzise gearbeitet haben. Ja, ist halt in der Geschwindigkeit, Planung. Ne? Ordentliche Planung, würde ich mal sagen. Wurst und Nudelsalat. Was hast du denn für Salat? Nudel und Kartoffelsalat. Hast du gemacht, ich nehme dann gerne mal Kartoffelsalat. Mach mal die Tüten hier zu. Boah, diese Erdbeeren, ne? Ich liebe ja Erdbeeren. Ja. Möchtest du noch den letzten Clip sehen? Ich möchte ihn sehen. Warte mal, dann lass, ich sehe ja, ich bin ja hier gerade bei den Nüssen da zugange. Er lacht wieder. Also ich hol schon mal unsere Ketchupflasche. Gibt es noch einen dritten Clip? Ja, hat er gesagt. Danke. Lief der gerade? Nein. Du wolltest Kartoffeln, oder? Du könntest auch. Im Prinzip nehme ich alles. Ja, das ist Nudelsalat. Ich wollte Kartoffeln. Ich wollte Kartoffeln. Hä? Ich wollte Kartoffeln. Nudelsalat, ja. Das Problem war ja, er wusste selber nicht mehr, was er wollte. Danke fürs Zubereiten. Ja. Florian Wahle schreibt, wie werden die Baumhäuser genutzt? Die Baumhäuser sind in einem privaten Waldstück. Das ist auch so für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das hat auch Gründe für von wegen Verkehrssicherungspflicht. Aber wir stellen die auf Anfrage zum Beispiel örtlichen Kindergärten hier in der Region zur Verfügung, um da mal so einen Tag im Wald zu machen. Ansonsten sind die nicht zugänglich. So, ich habe jetzt hier meine schöne... Ist aber ein bisschen...
hat doch eben besser funktioniert. Eben hat das besser funktioniert. Wir haben extra eine Probe gemacht, Leute. Das ist zu kalt. Das ist zu kalt. Hast du das... Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Du hast nie was gemacht, das ist es. Hey, ja. Ketchup muss kalt sein, Junge. Was, ja, aber doch nicht alt, das ist alt, kann das kommen. Hast du das? Der ist ja angefroren. Ach so. Wer war das hier? Was? Ich hab das da reingemacht, ja. Weil ich dachte, der auf minus 80 Grad schiebt. Ja. Minus 80 Grad. Das ist jetzt schon, ja, ich kann das Ding kaum festhalten, so kalt ist das. Ehrlich? Ja. Mach hier passiert Scheiß. Überhaupt. Ist ein Eiswürfel oder was? Ja, was weiß ich. Das ist geeister Ketchup. Ja, genau, mach mal ein bisschen warm. Mach mal mehr. Also das haben wir extra eben geprobt, ne? Also nur das mit der Ketchupflasche. Das funktionierte. Weil ich hab dir noch schön den Mund gespritzt. Deswegen sollte ich auch in dein Zimmer kommen, ne? Die müsste probieren. Alarm! Vielleicht kocht der da. Wie die letzten Deppen, der hier. Hey, mach mit! Der Kitback schreibt, was halten wir von Bosch Grün? Oder soll man auf Bosch Blau sparen? Bosch Blau immer sparen. Lass mal aus. Wieso? Das ist immer noch nicht. Ja, aber das ist so laut. Dann ist es halt nicht. Dann nehmen wir halt die konventionelle Ketchup-Flasche, bevor dieses Ding. Boah, wir haben extra so. Das bringt gar nichts. Da kommt gar nichts raus. Da ist einfach kein Druck mehr auf der Leitung. Da war es so kalt. Hä? Wo ist der andere Ketchup? Habe ich auch nicht, dass es so kalt sein muss. Wenn man dann besser aussteht, dann kriegst du Kopfschmerzen. Du kriegst ja eh Kopfschmerzen. Jetzt kommt er, jetzt. Aber das ist die Top hier. Hä? Ja, jetzt ist Jalla. Jetzt ist Jalla. Jetzt ist Jalla. Machst du echt immer deinen Ketchup auf Nudelsalat? Nein, das ist doch... aber das ist... jetzt, aber der suppt hier raus. Mhm. Ich denke mal, das ist nicht dick. Hast du mal Zewa oder sowas? Ja. Hose. Mhm. Zewa vor allen Dingen. Kommt mit so einer Rolle. Ich wette, ihr, der Sponsor, der wird uns kündigen hier. Wenn so. Er das sieht. Bratwurst, Gepansche hier. Aber ich hätte gerne bitte den Curry-Gewürz-Ketchup. Boah, wir haben diese geile. Wir haben noch diese geile Barbecue-Soße, ne? Haben wir die noch? Doch, ich glaube, eine Flasche ist noch. Ich glaube, 6 offen haben wir noch, oder? Ja. Und die geilste Mayo, ne? Was ist eigentlich mit dem Clip 3? Haben wir schon gesehen? Nee, ne? Soll ich dir auch so ein bisschen? Nein. Komm, einmal. Hier so ein kleinen. So ein Garnierspritzer. Willst du die Soße jetzt haben? Die Soße ja gerne. Zeig doch mal. Clip 3. Was ist das für eine Ketchupflasche? Die Ketchupflasche geht in das Video vom Adventskalender. Da haben wir die euch vorgestellt. Da war die drin, ne? Und für Sonntag. Oh. Und für Sonntag, Sonntag seht ihr sie auch nochmal. Ne, im Adventskalender war die nicht drin. Wo war die denn drin? Amazon Top Deals. Ah ja, genau, Amazon Top Deals. Da war nämlich im Angebot, glaube ich, für 13 oder 16 Euro. Irgendwie so. Ja. Das ist eigentlich eine Fettpresse. Mm. Was ist denn mit Clip 3? Ja, mach jetzt, komm. Ja, komm. Ich zähle runter 3. Das Team 2? Das ist Ole. Ole? Mit dem geilsten Werkzeug in der Hand. Ja. Ich habe auch, also, sie haben viele damit gearbeitet. Also das Werkzeug, wir hatten 3 Stück, ne? Hier 2. Man, glaube ich. Also das Werkzeug, was man gerade gesehen hat, für die Leute, die es nicht ganz so schnell gesehen haben, es hat einen Akkunagler. Mit, ich glaube, 100er Nägeln oder waren es 90er, ich weiß es gar nicht mehr. Und Uwe und ich haben das Ding auch direkt und haben damit auch schon den Aufbau mitgemacht und wir waren auch direkt schockverliebt in diesen Akkunagler, ne Uwe? Ja, der war geil. Der war weil das einfach so schnell ist? Ja, weil es einfach ein mächtiges Werkzeug ist und dann schießt du da und das ist halt wie eine Pistole, das ist auch schon irgendwie cool. Mhm. Muss man schon so sagen. Und ne, ich habe ein paar Leute, haben die auch wirklich auch gerne benutzt und auch sehr oft. Und ich habe noch gedacht, wäre ich da gewesen, ich hätte nichts anderes benutzt. Ich hätte keinen Akkuschrauber angenommen, ich hätte alles geschossen. Was hatte der für eine Reichweite? 50 Meter. Nee, jemand fragt ja, was halten wir von Bosch Grün? Die Frage ist ja auch schon öfter gekommen. Also per se, ja, also brauchbar? Ja schon, aber ich sehe es halt irgendwie nicht ein, für das Geld mir dann so eine Maschine zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt, ich wüsste auch jetzt keinen einzigen Fall. Klar, dieser Glue Pin wäre vielleicht nochmal eine Ausnahme etc. Was aber jetzt zum Beispiel Akkuschrauber und Bohrhammer, da wäre es mir das Geld nicht wert. Ehrlich gesagt. Die grüne Handkreissäge finde ich okay. Ach so, stimmt. Ja, das war, wie heißt die PKS, ja, okay. 57? Ja, oder 55, was? Oder sowas? Stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Ja, ja, mhm. Doch, stimmt. Oder ich hatte früher auch mal 2 grüne Stichsägen. Na gut, da bin ich schon wieder. Also das,
grünen Bandschleifer von Bosch, der war auch gut. Ja. Oh, schon bei der Handkreissäge gehe ich mit noch. Ja. Aber alles andere. Nicht. Ansonsten, gerade im Akkuschrauber-Segment, da würde ich ein bisschen mehr anlegen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein GSR 12, gab es jetzt diese Woche wieder bei Amazon im Angebot für ein Set, glaube ich, für um die unter 100 Euro. Hm. Dann erzählt doch mal an die Zuschauer, lasst es euch schmecken, danke. Luca, was ist eurer Meinung nach das beste Bosch 12-Volt-Gerät nach dem Akkuschrauber? Kantenfräse? Na, Bosch jetzt? Ja. Ich finde Kantenfräse gut, weil die auch sonst keine hat. Ja. Mhm. Gehe ich mit. Da gehe ich mit. Ey, haben wir Wasser hier? Nee, ne? Ich habe noch eine Bitte an euch. Wenn ihr spammt bitte nicht den Chat voll. Wenn ihr hier Fragen habt, wir können halt nicht alles vorlesen oder alles lesen, dann hört bitte auf, eure Frage 20 Mal zu wiederholen. Alternativer ist Donation, ne? Das will ich jetzt nicht sagen, aber ist ja letztendlich so, ne? Also sehr lecker gemacht, Uwe, dankeschön. Ja. Bestes 18-Volt-System, wenn man noch keins hat. Boah. Kann man pauschal nicht sagen. Ich würde mir immer angucken, was brauche ich für Geräte. Also drei machen kann ich auf jeden Fall. Also ja, Bosch natürlich, Metabo ist auch cool. Und Milwaukee. Ne? Also ja. Zumindest drei Hersteller, die ich jetzt erstmal so pauschal schnell nennen kann. Wo ich weiß, okay. Donation von Kitback bekommen. 2,29 €. Danke für eure Meinungen. Schönen Abend allesamt. Ja, danke zurück. AM schreibt, was haltet ihr von Ryobi? Teuer. Dann sagt einer, Ryobi hat auch eine Akku-Oberkantenfräse. Ja, aber eine 18 Volt, keine 12 Volt. Oder ich bin nicht up to date. Es ging ja eben um 12 Volt. Und Ryobi, tatsächlich habe ich diese Woche und letzte Woche ein paar Sachen eingekauft. Ein paar lustige Sachen. Zum Beispiel hier diese Heißluftpistole. Dann so ein quasi so ein Dremel mit einer Biegewelle, wo der Motor aber stationär ist mit dem Akku. Dann eine Lötstation mit dem Akku, fand ich auch cool. Was haben wir noch? Irgendwas war noch. Ein Kompressor und ein Staubsauger. Heißklebepistole. Und eine Heißklebepistole, genau. Die hat Uwe auch schon auf Instagram. Haben wir euch das gestern gezeigt, weil Uwe hatte sich kurzfristig hier mal so ein Zahntechniklabor eingerichtet. Wie viele Leute sind da dabei aus dem Chat aus dem Baumhauscamp? Die können mal so einen kleinen Tannenbaum als Emoji reinmachen. Würde mich mal interessieren. Geiles. Keiner macht was. Pierre hat eine Donation. 10,99 €. Macht weiter so. Durch euch bin ich bei Milwaukee gelandet und bin sehr zufrieden. Ja, ich hoffe, ihr seid sehr zufrieden. Was ich sehr oft lese letzte Zeit ist, dass ihr uns schreibt oder auch auf Instagram, dass ihr unsere Videos guckt und dann wirklich danach euer System, eure Ausstattung gekauft habt und das bestätigt habt, also unsere Einschätzung teilt. Ja. Ne? Und guck mal hier, Schreiner 122. Geil. Nice. Immerhin einer. Seitdem ich eure ein Vergleich vom 4 Ampere Procore zum alten 4 Ampere Akku wäre mal interessant. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ja. Haben wir schon mal gemacht. Wir haben auch die Laufzeit verglichen. Die Laufzeit war... Beziehungsweise Ausdauertest haben wir erst gemacht. Und genau, das war, Ausdauertest war... So das Ergebnis, dass das von der Stückzahl her gar nicht so unterschiedlich war. Das war quasi identisch sogar. Ja, ich meine sogar wirklich auf den Punkt, weil ich mich jetzt nicht verzählt habe. Aber du merkst halt dadurch, dieser Entladezyklus ist ja ganz anders. Bei dem 4 Ampere schon Akku... Hast du noch was? Bei dem alten war es halt...
Ja, nochmal so ein Herrengedeck. War es dann halt nachher so, dass du wirklich sehr, sehr mühsam die Schraube reingedreht hast, beziehungsweise du konntest halt zugucken, wie der das macht, beziehungsweise dabei einschlafen. Bei dem Pro-Akku war das so, dass du konntest gar nicht einschätzen, okay, der Akku wird jetzt ein bisschen schwächer, okay, aber dann war auf einmal von jetzt auf gleich war finito. Dadurch guck mal, da ist die Kamera. Ja, ich gucke die ganze Zeit da rein. das war so der Unterschied, aber das Arbeiten ist damit, glaube ich, schon ein bisschen angenehmer, weil du halt immer relativ gleich konstante Leistung hast. Gleiche Leistung hast. Wie gesagt, bei dem anderen Proko-Akku, da waren, glaube ich, so, sagen wir jetzt mal, die letzten 10 bis 15 Schrauben, das war nicht mehr wirklich wirtschaftlich, damit so zu arbeiten, weil es echt super langsam war. Du konntest wirklich Umdrehung für Umdrehung nachher echt zugucken. Und bei dem Proko nochmal zu sagen, war es einfach so, von jetzt auf gleich war einfach die Sense und war einfach zu. Und vorher konnte man halt immer noch gut arbeiten. Also das Arbeitstempo war halt immer noch angenehm und halt auch immer noch irgendwie auch wirtschaftlich, würde ich sagen. So, das ist der Unterschied. Wir haben noch eine Donation bekommen von Nils Brock. 25 Euro, hallo zusammen, das habt ihr euch verdient. Gruß, Nils Brock. Ja, danke. Dankeschön. Geil. Dann sind ja zumindest schon mal das Essen ist heute schon mal aufs Haus. Was ist für Bratwürste bestellt? Was ist für Bratwürste bestellt? Oder nur jetzt die 25? Oder in Summe alles? In Summe alles? Ich weiß nicht. Uwe hat mir noch keine Quittung gegeben. Ja, irgendwo sind denke ich bestimmt auch hier ein bisschen was beiseite. Ich brauche noch irgendwas. Haben wir Senf? Keine Ahnung. Ehrlich nicht. Ketchup. Hier, Hela. Oder hier, Mayo. Aber Mayo für die Dings? Da muss ich hier wieder abspritzen. Hela, wollen wir noch Ketchup. Ach, Moment, hattest du nicht diesen Curry-Gedöns? Ja, davor. Ach so. Ach, Luca, du bist auch schon am Essen. Ja, wir haben gerade noch was vorbereitet. Hier. Ist aber nicht mehr so viel drin, ne? Für eine Bratwurst reicht dann. Nicht so. Hab mir gerade die TS254M aufgrund eurer Aussage bestellt. Guck mal, Gregor ist da. Ja. Ehrlich? Ja. Da, zwei Tannenbäume. Oh, nice. Aber die müssten eigentlich rot sein. Für Milwaukee. Ja. Witzig. Ja. Also ich glaube, man kann echt nochmal sagen, dass die Jungs von Milwaukee richtig frisch drauf waren. Während des ganzen, der ganzen Challenge. Hatten wir auch ja von Zuschauern bekommen das Feedback, so von wegen, die hätten vielleicht gedacht, irgendwie kompliziert mit Maschinen, mit Akkus, aber es war immer, hier brauchst du eine Maschine, da hast du. Ah, genau. Mir fehlt ein Akku, mir fehlt ein Nagler, zack, war das Ding da. Auf jeden Fall, wir hatten genug Akkus, klar, wir mussten einen Pendelverkehr machen, weil wie gesagt, weil die Location war ein bisschen außer, weil es nicht direkt bei uns vor der Haustür, geht ja auch gar nicht, weil wir auch hier so ein bisschen innerstädtisch sind. Aber da haben wir halt immer einen Pendelverkehr gemacht. Wir haben vorher noch ein paar Ladegeräte gekriegt, wo man auch ordentliche Akkus relativ fix mitladen kann und vor allem auch in Summe. Und ja, mussten wir halt immer ein bisschen hin und her fahren. Und dadurch halt so ein bisschen so die ganze Stromversorgung halt aufrechthalten. Aber das war alles noch. Also wir hatten rund 100 Akkus, glaube ich. Ja, das war auf jeden Fall einiges, ne? Also gerade auch die ganzen großen Akkus für die Kappsägen, also 12 Ampere schon Akkus. Wo ich auch glaube, dass das so die Maschine war, die auch mit den meisten Leute so beeindruckt hat, so die Kappsägen, jetzt gerade auch die 305er, weil echt viele dann nicht mit gerechnet haben, dass das halt mit dem Akku so hinhaut. Aber ja, teilweise war es schon sehr, sehr beeindruckend, weil man sagt, ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass der Akku fast den ganzen Arbeitstag aushält oder ich musste nur einmal wechseln und der die 10 auf 10 so durchgezogen, das war schon sehr, sehr gut. Ich glaube, aus der Team 1, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der war nachher sehr, sehr verliebt. Der stand auch gefühlt nur an der Kappsäge. Der hat eine ganz andere Zuschnitte gemacht. Ich weiß, wie du meinst, aber... Ja, fast auch den Namen nicht, ne? Schenner. Schenner. Ja, der war der absolute Kappsägen-Fan nachher. Das war so geil. Wenn du gesehen hast, wo Leute sich irgendwie so mit einem Werkzeug auch verbinden und da quasi Chef sind. Der Kollege war einfach die Kappsägenstation schlechthin. Er und die Maschine. Das war die Kappsägenstation. Der hat einfach nur noch durchgemacht. Und der hatte auch, glaube ich, die 305er. Naja, ich meine schon. Ja. Wir haben noch eine Donation bekommen. Guck mal, Schenner ist da sogar da. Ist aber auch da. Warum hat er keinen Tannenbaum gemacht? Ja, warum kein Tannenbaum? Hat er nicht zugehört? Vielleicht war er gerade an der Kappsäge. Stimmt, hat er nicht gehört. Genau, wir haben noch eine Donation. Ne? 5 Euro. Genau, von Frank Binner. Großartiger Kanal. Ihr macht mich noch zum Werkzeug-Nerd. Gibt es einen Hersteller für Handwerkzeug wie Feilen und Raspeln, den ihr empfehlen könnt? Feilen und Raspeln mit Metall? Pferd. Mit Metallbau, Pferd. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hier haben wir sogar. Guck mal hier, als wäre das abgesprochen mit dem Kollegen. Es sind noch Feilen oder Raspeln, die jetzt hier ja.
Hier, Top-Kamera. Top. Top, ja, musst du so rausnehmen. Genau. Das ist so ein Set. Top-Kamera. Da ist hier immer quasi Chef von alles. Er muss immer den Teller halten, so. Dann sieht man nicht. Zipper sagt mir nichts. Ja, Zipper ist halt, ja, würde ich mal sagen, so aus China, ne? Ich kenne einen Zipper. So grüne Dinger. Im Reißverschluss, Zipper. Ich glaube, bei Hobel gibt es die auch. Aber das sind dann auch die Geräte, die es von Sheppard gibt, etc. pp. Ah, okay. Das hast du nur gelabelt, meinst du? Solver schreibt mir, war Milwaukee, bist du an Videos unbekannt? Haben wir eigentlich einen Slow-Chat drin? Ja, haben wir. Weil es geht so schnell. Ich kann. Ja, was denn mit dem Moderator? Haben wir da nicht jemand? Hm? Moderator? Nee, noch nicht. Okay. Wer sich auch noch hier gemeldet hat mit einem Tannenbaum, ist well known as Max. Ah, das ist der Max aus Berlin, oder? Würde ich mal sagen. Der voll. Ehrlich? Ist er da? Ja, nee. Mein Habibi, ich hab den Wasser geholt. Hast du mit Sprudel? Nee. Ja, direkt wieder zurück, Junge. André Döring, ja, das waren Fallen von Pferd. Du hast gesagt, du trinkst zu Hause nur leichtes Wasser, Junge. Aber hier haben wir mit Kohlensäure, das ist die Luxus. Hier ist lauter Miau. Ist so. Ist egal, dann trinke ich das. Sind wir mit Essen so weit durch? Ich hab gegessen. Also, ich weiß nicht, ob Uwe genommen. Gut, dass man das nicht hört. Ja, das ist so schnell, weil manche ihre Fragen 10-mal stellen. Ja, das solltet ihr nicht machen. Hab ich nicht weg mir losgeschickt. Essen. Geier. Schreibt doch mal, habt ihr eigentlich das letzte Video gesehen? War das die letzte News? Meine Stellungnahme zum Test der Stiftung Warentest. Weil, das war ja ein ganz interessantes Video. Ich hätte nicht mit so einer Resonanz gerechnet. Ich glaube, wir haben hier irgendwie 170.000 Zuschauer schon nach einer Woche. Aber das Thema ist... Sorry, ich habe es nicht gesagt, aber danke. Was es gab ja also aus meiner Sicht so ein paar Unstimmigkeiten. Einfach vom System her, wie da getestet wurde. Wo wir dann einfach mal gesagt haben, oder ich, hätte ich eine andere Meinung zu. Und die Stiftung Warentest hat ja mittlerweile auf das Video auch reacted. Also er hat einen Kommentar drunter geschrieben. Soll ich den Kommentar kurz raussuchen? Welchen Kommentar? Von der Stiftung Warentest. Kannst du den einblenden? Das suchen wir jetzt gleich heraus. Wenn Max an seinen Nüssen knabbert, klingt das wie ein Häcksler auf Hochleistung. Ey, das sind die Wasabi-Nüsse. Ich wollte eben noch fragen, ist das sehr, sehr laut? Oder sonst höre ich damit auf. Weil die sind echt unfassbar laut. Soll ich das mal einmal machen als Demo? Die sind laut, ne? Boah. Der knackt ja richtig mit seinen Nüssen. Also ich hätte jetzt schon direkt weggeschaltet. Das würde mich mega triggern. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Philipp Drixelius ist der Tischler aus Team 2. Ulf ist auch dabei, oder? Und schreibt nächsten Sommer ein Männerwochenende bei den Baumhäusern. Auf jeden Fall machen wir mit euch nochmal ein Männerwochenende mit richtig Sutsche. Womit? Ja, easy going. Ach so. Weißt du? Kaltgetränk, Feuerchen. Auf das Sommercamp. Aber darf ich jetzt noch Wasabi-Nüsse essen oder nicht? Also. Ja. Müssen die Zuschauer schreiben. Könnt ihr mal schreiben. Max macht auf ASMR. Ja, stimmt. Genau. Das kannst du ja machen. Weißt du, wenn ich dann weg bin, abends, wenn hier Feierabend ist, dann setzt du dich in die Werkstatt und knusperst ein bisschen Nüsse. Machst einen ASMR-Kanal. Wäre eigentlich auch geil, ne? Detlef fragt, warum essen wir? Ja, weil wir noch nicht gegessen haben. Jetzt ist irgendwie Bild weg. Der Bildschirm ist gefreezed. Ja, jetzt geht's. Ja, bist du eigentlich bei Insta auch noch live die ganze Zeit? Ja.
Das geht aber nach einer Stunde aus. Money G, was macht ihr mit all dem Werkzeug, das ihr dauernd kauft? Das lagern wir ein. Das ist hier in der Werkstatt. Das kommt ist zu Uwe und zu mir. Ach so. Und eigentlich gibt es ja auch einen Flohmarkt. Aber ja, leider dieses, nicht Jahr dieses Jahr gibt es wohl leider keinen Flohmarkt. Oh, der war gut. Aber du musst jetzt mehr dein Meme-Board einbauen. Und du musst jetzt entscheiden, Meme-Board oder Buzzer? Beides. Beides. Haben wir da nicht noch mehr von? Drei Stück. Die wollte ich eigentlich für den Challenge haben, aber die waren zu leise. Ach so, also Quiz dann. Und dann. Ja. Mhm. Machen wir nächste Mal. Nächste Challenge. Ich hätte den Kommentar. Hm? Ich hätte den Kommentar für euch. Ja. Kann ich auch einwenden. Ja. So. Genau, da ist der Kommentar der Stiftung Warentest. Ich weiß nicht, ob man den lesen kann. Auf dem Handy definitiv nicht. Also wenn du 85 Zoll hast, dann kannst du es, glaube ich, lesen in der Größe. Größer kann ich es jetzt nicht zeigen, ja, weil sonst kann man das nicht lesen. Tristan Wiemann, warum macht ihr dann den Flohmarkt nicht online? Weil das kannst du vergessen, denn der Flohmarkt war ja auch so, die Leute haben hier gekauft, haben hier bezahlt, Cash und das Ding mitgenommen. Ja, und das Feeling wenn wir das ist ja jetzt, auch nicht da. Ne? Und das Feeling ist ja auch nicht da. Wir haben das ja auch als kleinen Zuschauertreff ja auch noch gemacht. Genau, das war ja auch ein Event für sich. Genau. Und wenn wir das online machen würden, ja, da wäre es irgendeine eBay-Auktion, ja, oder so. Das, und es ist dann einfach auch viel zu viel Aufwand, allein das Ganze einzustellen und so weiter. Plus das ganze Handling. Machst du FDH oder was? Die Grillzange ist so aufgeschnalzt auf den Teller. Deswegen hast du gerade so laut gelacht, oder was? Es ist genau die Mitte, ne? Da sieht man das hier. Mach mal in die Top. Ja, dann kriegst du für den Monat November auch nur die Hälfte. Ja, ja. Geil. Also es heißt ja natürlich nicht, dass wir den Flohmarkt nicht früher machen können. Wir können ihn ja ruhig vorziehen. Ich sag mal, wenn das mal mit der Pandemie so einigermaßen wieder in trockenen Tüchern ist. Kommentar von der Stiftung Warentest soll ich vorlesen. Dann müsste ich mal... Super lang. Der ist ja wirklich... Ja, der ist sehr lang. Einfach auf das letzte Video gehen, sich das Video angucken und danach... Genau, geht einfach auf das Video und da ist der Kommentar, glaube ich, auch angepinnt. Ja, das ist ganz oben der erste. Genau. Und ich werde nochmal wahrscheinlich ein Video darauf machen oder dazu machen, weil ich nach wie vor denke, dass das ein bisschen, ja, Interpretationsspielraum lässt, das ganze Thema... Akkus, 2 Ampere schon Akkus. Ich meine, ihr könnt ja mal unter das Video jetzt schreiben oder in die Chat-Funktion. Also nutzt ihr bei euren Akkugeräten 2 Ampere schon Akkus im 18 Volt Bereich. Also wir mussten uns jetzt tatsächlich extra noch einen kaufen, damit wir das mal nachvollziehen konnten. Hier ein Kommentar von Ulf. Das Essen war echt der Hammer und die Aktion einfach erste Sahne. Er war auch bei den... Bei der Woche dabei. Ulfa Team 2, yo. Ja, Essen war mega. Und dann gibt es auch noch von... Was waren eigentlich für Bürgerbrötchen? Wann kommen die Baumhaus-Videos online? Die Baumhaus-Videos ist unfassbar viel zu schneiden, weil wenn du dir überlegst, dass die Kamera quasi nonstop mitläuft und das 2 Tage lang, also wir haben ja auch schon Freitag gedreht, dann ist das viel Arbeit und wir sind mit dem Schnitt noch lange nicht durch und wir wollen aber, dass, wenn wir den ersten Teil senden, es werden wohl 2 Teile, dann wollen wir den zweiten Teil aber auch schon fertig haben, damit wir beides nacheinander auch senden können. Also Wunschvorstellung wäre so zum Beispiel nächste Woche Mittwoch und Sonntag, aber ich kann das nicht versprechen, ob wir das bis dahin schaffen, weil es ist echt sehr viel Arbeit. Das ist ein Baguette. Jetzt schreibt ihr zum Beispiel auch 2 Amperestunden Akku. Die meisten schreiben, machen sie nicht, haben sie nicht. Andreas Fricke, wann kommt endlich die Werkzeugmarke Ivan von André? Jo, das habe ich letztens unter dem Kommentar gelesen, auch ja? Unter dem Video. Ja, wir arbeiten dran. Die Frage ist aber, was sollen wir zuerst bringen?
Akkuschrauber? Leise Bohrmaschine. Nee. Boah, die Dinger, die schmecken echt geil, ne? Ja, weiß ich, Akkuschrauber? Gute also, Frage. Guckt mal hier, geht mal auf diesen Shop da und dann sucht man im Shop diese Cashewkerne mit Zimt und Honig. Also, die habe ich auch noch nirgendwo irgendwo so gesehen. Mhm. Im Laden, oder? Also es gibt Honig-Cashew, gibt's aber nicht. Ja, Honig, aber mit Zimt? Ja, mit Zimt nicht. Nee. Und die sind auch nicht so fettig oder so irgendwie. Aber die haben natürlich trotzdem Kalorien. In der Nuss ist auf jeden Fall genug Fettsäure. Und was Michael schreibt, 2 Ampere schon Akku sind auch mittlerweile von der Preis-Leistung echt schlecht. 4 bis 6 Ampere sind von der Preis-Leistung wesentlich besser. Das stimmt, weil, wo ist das Ding? Hast du schon weggepackt? Ja. Mhm. Auf dem Speicher, oder? Auf dem Speicher. Was denn? Was, den Akku meinst du? Den 2 Ampere schon Akku. Der ist im Schrank. Ach, das Schnäppchen meinst du? Das Schnäppchen. Den habe ich extra nochmal gekauft, weil ich hatte von Makita bisher nur 1,5 Ampere schon Akkus, die bei irgendwelchen der ist im Karton. Aktionen dabei waren. Aber, gib her. Warum lacht ihr so? Weil ich immer direkt alles wegräume. Ja, Ordnung. Ja, weil ich hier der Ordnungsmeister bin. Frag mich, was ich weiß, wo es ist. Auch raus. Schublade. 5x80. Doppelgewinde. Da, in, unter dem Makita-Radio. Ja. Guck mal, das ist der berühmte 2 Ampere-Stunden Akku. Im Prinzip der schlechteste Akku in der Werkzeugwelt, laut Stiftung Warentest. Was hat der jetzt Konter kostet? Der hat, glaube ich, 50 oder 60 Euro gekostet. Was? Ja. Ja. Junge. Aber guck mal, du hast da eine Akkuanzeige bei, ne, bei dem 2er. Das ja. Finde ich ja geil. Ich habe zu Hause auch so einen alten. Ja. 1,5er noch. Ich habe mal den Makita Akkuschrauber, den großen. Wo ist er? Nicht der 40er. Ja. Den habe ich mal gekauft bei Amazon in der kleinsten Konfiguration. Und da war tatsächlich dieser Akku dabei. Deshalb habe ich so einen, ja. Und der Grund für diese Akkus, dass es die tatsächlich auch noch gibt, ist tatsächlich entweder, du hast wirklich leichte Arbeiten und der reicht wirklich. Wie zum Beispiel für so eine, hier die Nagelpistole. Da wird ja der Akku nur verwendet dafür, dass er im Prinzip diese Kartusche auslöst. Da ist ja nicht, oder du willst halt einfach eine Akkulampe haben, 2 Stunden Laufzeit reichen, dann sparst du natürlich Gewicht. Aber ansonsten ist der Grund für diese Größe, dass die Hersteller einfach auch zum Beispiel in den Baumärkten so günstige Sets anbieten können. Ach so. Weil natürlich ist es in der Herstellung, gehe ich mal von aus. Du weißt ja schon. Ja, ja, klar. Schon etwas günstiger, als wenn du jetzt einen 4 oder 5 Ampere schon Akku reinpackst. Mhm. Und gerade jetzt vielleicht ein unbedarfter Endverbraucher, der sieht, okay, da habe ich einen Akkuschrauber im Set mit einem Ladegerät und 2 Akkus. Passt. Toppreis. Toppreis für 129. Ja, das ist eben der Unterschied, ne? Ob du wirklich komplett im Thema bist oder nicht so. Aber wo ich mich an dem Test der Stiftung Warentest gestört habe, war eben auch, dass nicht genau gesagt wird, wie zum Beispiel diese Ladezyklen zustande kommen oder diese Akkuzyklen. Denn haben wir nicht einen Laubsauger hier? Kann ich mit holen. Ja. Ich habe auch schon weggebracht. Obwohl, nee, brauchst du nicht holen. Ja, hol mal. Das ist cool. Ja, aber wir können das ja nicht jetzt anmachen, das ist viel zu laut. Denn wenn du zum Beispiel einen Laubsauger hast von Makita, der vielleicht eine Leistungsaufnahme hat ich sag jetzt mal in den Raum, 600 Watt. Und von einer anderen Firma hast du vielleicht einen Akku oder einen Laubbläser, der hat nur 400 Watt. Und damit werden die Akkus dann leergezogen. Dann ist natürlich der Laubsauger, der mit dem großen Motor, viel mehr Stress für diesen Akku. Und wenn in dem Falle dann der Akku auch noch schneller geladen wird, dann ist es natürlich physikalisch klar, dass der Akku nicht so lange hält. Aber Stiftung Warentest schreibt in dem Test nicht, welche Geräte benutzt worden sind. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ja. Ach, das ist so ein Logo, oder? Hm? Der Philipp von der Baumhaus-Challenge hat auch was geschrieben. Milwaukee hat mich so krass überzeugt an dem Wochenende. Ich bin dabei, einiges umzustellen. Welcher Philipp war das? Aus Team 2. Drexelius steht hier. Philipp Drexelius? Das ist, an den Kollegen erinnere ich mich auch. Ich hatte den Eindruck, der hatte von Milwaukee erst nicht so eine Meinung, ne? Oder gar keine Meinung. Ja. Ach so. Oh, das ist ja heftig, ne? Der Akku ist leer.
Ja. Sollen wir im Ofen halten? Nee. Ja. Okay. Kam, glaube ich, heute, ne? Ja. Damit werden wir die Zyklen nochmal testen. Hat noch viel, viel Quatschpotenzial, sowas. Hm? So eigene Konfettikanone rausbauen. Boah, für den Karnevalsumzug. Findet auch nicht statt, Karneval. Oder ist heute sogar der 11.11.? Ist das nicht heute? Ja, ist heute. Oder, ja, nee. oder hier in den Mund und dann aufblasen. Das ist bestimmt gesundheitsschädlich. Oder so. Wenn du so einen Überdruck in die Lunge kriegst. Weiß du nicht. Wolltest das hier mal direkt aus der Propanflasche machen, mit dem Helium. Ja, aber doch nicht. Ja, vor allem Propan. Ja, Helium. Aber alle haben gesagt, mach das nicht. Und ich sage, das geht doch. Ja, aber das war ja nicht direkt. Also du hast da rausgesaugt. Ja, ich habe mir das hier vorgehalten. Ja, das ist ja das genauso, wie ich jetzt so mache. Ich hatte halt auch nur davor. Aber so ein bisschen sieht das aus wie ein Turbolader, ne? Ja, André Döring, Prost, André, ja. André auch Prost. Grill anblasen geht super. Da gab es nochmal dieses. Von der für den X-Aktion fragt auch, ob ihr einen Rabatt habt für die Teilnehmer. Weil für was? Zu viel Geld den Jungs von Milwaukee in Arsch. Das waren böse Wörter. Ja. Ich trinke jetzt einen Gösser. Ne? Also. Wer sitzt hinter der Kamera? Falls was passieren sollte. Ja. Du trinkst einen Gösser? Ich trinke einen Gösser. Das war aber dein Einschalt mit Kreislauf, ne? Mhm. Ja, ja, deswegen ja. Hast du das eigentlich mal aufgeklärt? Und da hat er nur ein halbes getrunken. Ja, es haben voll viele gefragt, so beim Baumhaus, bei der Baumhaus-Challenge. Und dann habe ich denen gesagt, wie es ist, ne? Red mal ein bisschen lauter, du hast kein Mikro. Achso, er hat sich gerade schon einer beschwert. Ja, habe ich halt gesagt, bei der Baumhaus-Challenge wurde ich halt öfter schon gefragt, wie ich zu meinem Namen gekommen bin. Und teilweise schreiben mich die Leute auch auf Instagram mit Uwe an, ne? Nee. Ich habe schon überlegt, ob ich meinen Ausweis ändern lassen soll. Du kriegst ja schon Post, die auf Uwe adressiert ist. Post? Wir haben übrigens diese Woche tatsächlich Fanpost bekommen. Und ich hätte mich riesig gefreut, weil ein Kollege hat tatsächlich einen schönen Gin mit 6 Flaschen Tonic ins Paket getan. Ich muss sagen, was für ein Gin? Es war Berliner Brandstifter. Und den mag ich, den habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Aber woher wusste er, dass ich Gin Tonic mag? Habt ihr ihm das gesteckt? Ich habe ihm nichts gesagt. Ich auch nicht. Ehrlich nicht. Du hast wahrscheinlich einfach gesagt, der Brockschmidt ist einfach so ein versoffener Typ. Der trinkt Gin. Der trinkt alles. Kiste Oettinger kommt am Montag. Geil. Ich kenne nur Berliner Luft. Hier, Martin, brauchst du mehr Gösserradler? Ich wohne fast neben der Brauerei. Ich würde sagen, ja, so ein Sprinter, mach voll. Boah. Wir erwarten dich morgen Mittag. Das können wir gar nicht. Ich habe gar keinen Platz für. Jemand liest auf deinem T-Shirt, Uwe, immer nur Esel. Das stimmt, wenn man es jetzt... Hey, geil. Ja, das ist ja auch alles so weg. Ach so. Oh. Der Esel. Uwe soll das halt in seinen Ausweis eintragen lassen als Künstlername. Das geht, glaube ich, wirklich, ne? Wie? Ja, du kannst ja einen beliebigen Künstlernamen eintragen lassen. Aber der ist das, geht das so? Ja, das aber sagen die dann nicht, aber so von wegen, du musst das auch irgendwie verifizieren? Da kriege ich einen blauen Haken. Im Ausweis. Einen blauen Haken. Obwohl Atze Schröder noch bei sich Atze Schröder draufstehen hat? Echt? Weiß ich nicht, wenn das so geht. Warum nicht? Voll oft so. Martin sagt, okay, Anhänger ist schon mit Gösser geladen. Ja, Kollege, wo willst du denn jetzt? Bist du über den Zaun geklettert in der Brauerei? Jitterskater schreibt Laser als Künstlername. Das ist ja schon Jonas Öffing fragt, sind das hinter euch in den Steckdosen Energiemessgeräte? Jo, das ist tatsächlich Energiemessgeräte, denn damit habe ich nochmal in einer Nacht- und Nebel-Aktion vor meinem Stiftung Warentest-Video gemessen, was die Ladegeräte bei 2 Ampere-Stunden-Akkus an Stromverbrauch haben. Und habe da eigentlich keine großartigen Differenzen festgestellt. Wann wollen wir testen? Robert Krön schreibt, ich habe gleich schon mal für den Adventskalender von meiner Freundin euren Gutscheincode benutzt. Ach, das ist ja nett. Ich habe tatsächlich gesehen, die haben auch einen Adventskalender. Mhm. Ja, weil so Gedöns wahrscheinlich drin ist, ne? Protein, eine Nuss. Jeden Tag eine Nuss. Am 24. gibt es aber 2. Oh, ja. Da gibt es einen Bananenchip.
Mhm. Ich soll ja nicht mehr so schmatzen. Kannst du auch für dein Meerschweinchen dann kaufen. Gut, dein Bruder nicht auch wieder zu? Hm? Keine Ahnung, diesmal weiß ich echt nicht. Aber geht davon aus. Wer soll mal ein Emoji machen? Wir haben einen Verschwörungstheoretiker. Er schreibt, wenn man Akku- und Kabelgeräte kauft, die nicht unbedingt totales Profi sein müssen, auf welche Marke kann man preislich gehen? Makita, Bosch, Metabo, Fein und Co. sind mir zu teuer. Dann? Ein Hell. Hat er ein Hell aufgezählt? Nee. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Hell. Wobei ich die ein Hell Flex cool finde, ne? Mhm. Muss ich sagen, als wir den Livestream vorletzte Mal hatten. Die findest du cool? Ja. Ich fand die echt nicht schlecht. Die ist mega handlich, ne? Wo ist denn die? Hier, ne? Das war die andere rote hier noch. Die? Mhm. Ja. Ja, die ist schon sehr handlich, war die nicht vergleichbar, ne? Nein, du merkst, dass es weniger ist, aber so für mich wird die reichen. Ich habe so dieses kleinste Bosch mit Kabel, ne? Na ja, auch. Ich denke mal, das Niveau ist das, ne? Ja. Ich fand ja geil, ich habe das heute gesehen erstmal, diese drei geteilten Filterscheiben, dass du sehen kannst, was du schleifst. Mhm. Wusste ich nicht, dass es die gibt. Ich auch nicht. Mhm. Coole Sache. Habe ich heute geguckt, heute Morgen. Ja, guck mal. Guckst dein eigenes Programm und lernst noch. Ja, schlimm, ne? Ja. Ja, eine kann man wohl nehmen, ne? Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Eine hat sie sehr, sehr gut gemacht. Also ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem, was sie vor 20 Jahren gebracht haben. Und darüber, also ich glaube, da leiden die noch so ein bisschen drunter. Ne? Schlagschraubernuss für eine Größe, das ist eine 120. Ist aber gar kein, ist das Schlagschraubernuss? Ja, das ist eine Schlagschraubernuss, glaube ich. Und Einsteiger Ryobi, würde ich fast sagen, ist schon drüber über ein Hell. Ist nicht gerade günstig, ne? Und die Akkus bei Ryobi sind recht teuer. Da müsst ihr euch immer gucken, oder müsst ihr für euch gucken, wie das ausgeht. Aber es gibt da auch teilweise so Aktionsangebote mit so ein paar Maschinen und 2-4er-Akkus oder sowas. Mhm. Was aber tatsächlich gut ist bei Einhell und auch bei Ryobi, die haben auch Gartengeräte, ne? Ja. Und ich glaube, gerade im privaten Bereich, wenn du sagst, naja, ich will einen Akkuschrauber haben, aber dann im Sommer will ich auch mit der Heckenschere durchs Haus rennen oder ums Haus herum, macht das schon Sinn, ne? Und da kannst du mit Bosch Blau keinen Blumentopf gewinnen. Ja. Makita macht das halt auch. Makita macht es auch. Milwaukee macht es noch nicht. Nee. Aber ich denke mal, lange wird es auch nicht mehr dauern. Ich denke, Metabo wird auch dann nochmal mit Garten kommen. Eventuell. Also wenn sie gescheit sind, ne, sag ich mal so. Ja. Also das ist halt von Ryobi und Einhell, ist das halt schon ein ganz cleverer Schachzug. Einfach auch die ganzen Gartengeräte einfach mit zu beliefern, mit zu benetzen mit der Akkuplattform, weil es macht einfach auch Sinn. Das war zum Beispiel auch bei dem Test der Stiftung Warentest. Die haben ja auch geschrieben, ob die Geräte oder das System auch Gartengeräte hat. Und da stand bei Bosch ja. Und genauso habe ich auch geguckt. Und dann hat die Stiftung Warentest geschrieben oder geantwortet, ich glaube auf der Stiftung Warentest-Seite oder bei uns, ich weiß es gar nicht mehr, dass Bosch Gartengeräte hätte, weil es gibt einen Laubbläser und es gibt eine Säbelsäge. Und die Säbelsäge ist für mich jetzt ein... Die Tigersäge. Ja, das ist jetzt für mich kein Gartengerät im eigentlichen Sinne. Klar, du kannst es im Garten verwenden. Ja, klar. Und den... Das Blasgerät, was die bei Bosch haben, ist im Prinzip ähnlich wie dieses hier. Und Bosch selber propagiert das gar nicht als Laubbläser, sondern so als Ausblasgerät für die Werkstatt oder irgendwas oder für draußen. Von daher, also das finde ich dann auch... Gefailt. Ja, da kannst du ja nicht schreiben, ja, Bosch hat auch Gartengeräte. weil ein Garten, für einen Garten, was wäre denn für euch jetzt ein. Zähl mal drei Gartengeräte auf mit Akkus, wo du sagst, okay, das sind Gartengeräte. Freischneider wäre schon geil. Was noch? Ja, Rasenmäher nicht unbedingt, da würde ich glaube ich immer konventionell auf Benzin bleiben. Na, aber nicht, wenn du einmal mit Akku. Das ist schon geil. Müssen wir mal testen. Ja. Also wie gesagt, Freischneider. Und was noch? Heckenschere. Ja. Heckenschere für mich auch. Und ja, Kettensäge, weiß nicht, ob das schon wieder zu viel. Das ist schon sehr, sehr speziell. Also ich würde also Rasenmäher ist ja so ein klassisches Gerät, weil jeder hat immer so ein bisschen Rasen, was er zu pflegen hat. Dann Freischneider und Heckenschere. Ja, wäre für mich genauso. Und interessanterweise hat Bosch jetzt tatsächlich... Und wenn tatsächlich Laubbläser, weiß ich, Laubbläser
Oh. Aber Laubbläser sind ja auch die Geißel der Menschheit, ne? Wieso? Der Moderne. Boah. Also ich finde, Akku geht ja noch, aber die Benzindinger? Achso. Also wie nervig ist das? Findest du? Boah, wenn du in der Nachbarschaft oder so. Ich finde das immer geil. Ich habe heute noch einen auf dem Rewe-Parkplatz gesehen, so von der Stadt. Der ging da so lang. Ist schon ein cooles Gerät, finde ich. Ja, das Gerät ist vielleicht cool, aber wenn du da irgendwie in der Nähe wohnst oder was weiß ich, letztens war ich im Hotel. Kommt da morgens um 7 Uhr einer oder 6 Uhr mit einem Laubbläser. Und dann diese Benzingeräte, die haben die ja hinten auf dem Rücken, ja. Diese großen Stieldinger. Und dann, wenn das jetzt eine gleichbleibende Frequenz wäre, die gehen dann in. Boah, das ist also. Und vor allen Dingen, er hat ja seine Mickey-Mäuse auf. Ja, er kriegt da nicht von mit. Aber ja, auf jeden Fall, das wären für mich so Gartengeräte. Mhm. Und ja. Nur wegen einer Säbelsäge und so einem Ding zu sagen, das Akkusystem hat Gartengeräte, für einen normalen Zuschauer oder für einen normalen Anwender totale Irreführung. Aber Bosch hat jetzt 36 Volt System für Gartengeräte. Wobei, wir haben ja hier Bosch 18 Volt Astschere, ne? Ja, das wohl nicht. Wie wollen wir es eigentlich machen? Womit wollen wir starten? Wollen wir mal ein bisschen Bohrhämmer testen? Und warum kommen wir eigentlich auf Bohrhämmer? Ja. Kannst du mal erzählen? Tja, weil es sich also zu dieser oder letzter Woche begab, dass wir zwei neue Maschinen hier bei uns in der Werkstatt hatten, nämlich Metabo 12 Volt Bohrhämmer oder Bohrhammer und ein 18 Volt Gerät. Und die sehen relativ identisch aus, wobei die Akkuaufnahme und der Motor hier offensichtlich 18 Volt ist, hier 12 Volt. Ich hatte noch gar nichts hier verglichen von den Daten. Hast du schon mal in die Daten reingeschaut? Gleich. Genau dasselbe. Ja, genau dasselbe. Schlagzahl gleich. Alles Schlagenergie, gleich. Komplett alles gleich. Du hast schon mitgearbeitet. Du meinst aber, der 12er wäre irgendwie, ja, oder war das? Der gleiche ist, aber der Akku wahrscheinlich leer, ne? Sagtest du ja auch schon, aber ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Ja. Jetzt sind sie beide voll, komischerweise. Komischerweise, ja. Hier ist aber auch schon ordentlich Ivan drin, ne? Also ein 12er? Ja. Sogar 14. Ne, 12. Die Bohrer haben wir euch unterm Video verlinkt. Die nutzen wir immer. Das sind so Hilti-Bohrer. Hilti CX heißen die, glaube ich, hier mit dieser Vierfachschneide. Das macht Freude, damit kommst du ganz gut durch den Stein durch. Und wir haben zum Vergleich nochmal den Burschen 12 Volt von Milwaukee und wir haben auch noch einen 12 Volt Makita, auch ein 12er Bohrer drin und das ist natürlich schon Hardcore, ne? 12er Akku. Ja, 12, genau. Schmeiß weg. Was machen die Bananenchips hier? Wo sind eigentlich die Erdbeeren? Ich fülle mal ein paar Erdbeeren hier rein. Erdbeeren? Ja genau, Erdbeeren. Oder Erdbeeren sind da vorne, vor dem Kühlschrank. Ach da. Haben die schon gezeigt? Ja. Ja, haben wir. Hast du die schon probiert? Ja. Und? Habe ich doch gerade schon gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob du das, oder hast du die noch nicht probiert oder was? Die waren so matschig. Komm hier. Aber riecht schon geil, das könntest du auch Eis von machen, ne? Mhm. Noch rein. Einfach einfrieren. Die sind ja gefriergetrocknet. Ich weiß nicht, fällt mir das noch nicht. Aber die stauben etwas, wenn du drauf beißt. Du darfst ja nicht einatmen, dann musst du husten. Ja. Es wird sich bestimmt durchsetzen. Es wird bestimmt ein Trend hier so. Was? Das als Snackschale von der Werkstatt. Ja, 100%. Und da gibt es demnächst eine Edition von uns. Vor allem, ob du jetzt die bekannte Plastikmarke kaufst oder die, ne? Ach so. Die anderen sind auch teuer. Ja. Ja, teurer sind die auch nicht unbedingt. Die sind nur etwas schwerer. Kannst du auch mit dem Kercher sauber machen, ne? Ja, mhm. Stimmt. Aber eine Spülmaschine. Wie das geht. Aber in der Spülmaschine? Benny F., kann man bei euch Praktikum machen? Generell ja. Wir haben sogar demnächst wieder Schülerpraktikanten. Echt? Mhm. Benny F. oder was? Weiß ich nicht. Oder Bonnie M. Bonnie M. Uwe, du sollst Mikro bekommen. Das Problem ist nur, wir haben hier keinen Mischer, einen Live-Mischer mit drei Eingängen, weil wir nie mit drei Leuten gerechnet haben. Aber wenn du einfach
jetzt einfach ein bisschen lauter, ein bisschen mehr Timbre in der Stimme, ein bisschen mehr Power, dann wird das heute ein hervorragender Livestream. Ja, wollen wir jetzt so Duelle machen? Sollen die Zuschauer mal sagen, was gegen was? Boah, erst hatte ich so einen Hunger, jetzt habe ich so einen Durst. Das ist auch ein bisschen Glücksgefühl. Wenn du richtig Durst hast und dann so ein eiskaltes Radler, rinnt dir die Kehle runter. Das kannst du natürlich nicht nachvollziehen. Kannst du es nachvollziehen? Ja, ne? Das ist schon... Kennt nach Feiern im Auto erstmal ein Handschuhfach, ne? Ja, es ist gefühlt sogar beim E-Golf. Echt? Habt ihr das? Ja. Nicht schlecht. Bruder, muss fang los. Du erstmal an, alle 2-4 Monate mal deinen Luftdruck zu prüfen. Ich mach das morgen direkt. Alter, das ist echt fahrlässig, ne? Ja. Und du bist mit mir mitgefahren. Warum hast du nicht vorher geprüft? Ja, weil ich davon ausgehe, dass ein Mann deines Alters und deines Berufsstandes zumindest mal auf die Idee kommt, seinen Luftdruck zu überprüfen. Aber wenn du schon sagst, dass du mit 40 gegen den Bordschein ballerst und dann deine Spurstangen komplett verbogen sind und du fährst damit noch wochenlang mit rum. Wochen nicht, ne. Wochen nicht. Ja. Ist das geeiert oder was? Ja, da habe ich das. Ist dir auch schon aufgefallen? Ja, klar. Bist du schon mit ihm mitgefahren? Bin schon selber gefahren. Der saß da so drin. Ja, ist der lebensgefährlich. Er sagt, boah, kann ich den mal fahren? Ich sag, ja, fahr. Herr Audi A6, voll stabil. So geil ist der nicht, sag ich. Oh, doch, muss ich fahren. Weißt du, Uwe will einen auf dicke Hose machen, dicken A6, ne? Aber dann mit 40 gegen die Bordsteine ballern und sich wundern, warum das Ding schlängert. War das da? Ja. Das wusste ich nicht. Du wusstest ja selber nicht die Ursache. Aber ich habe immer gedacht, du trinkst keinen Alkohol. Warum machst du dann sowas? Ja. Ach so. Uwe, stell dich mal in die Mitte, weil dann kennt man dich vom Ton her. Ich habe eine Schale im Mund genommen. Ja. Das erinnert mich an was? Ich war mal auf einer Messe und auf einer Automesse und da gab es Catering. Und das war ein japanischer Hersteller und da gab es Nutzfahrzeughersteller und da gab es Sushi. Die hatten mega Sushi, überall so Buffets zwischendrin und so weiter. Und da stand so ein Journalist mir gegenüber und der hat wohl offensichtlich noch nie Sushi gegessen. Und der nimmt sich dann diese Dinger da, die hinten die Flügel, die Schwänze dran haben. Und die musst du abziehen. Scampis. Und er steckt sich das komplett rein. Und ich sehe, wie der da voll am Knuspern ist. Und ich musste mir so das Lachen verkneifen. Ja. So. Was schickt er da? Wichtige Informationen. Der Valentin Wagner von der Challenge. Ja. Hat sich auch gemeldet. Servus, so, bin jetzt auch da. Ja, ordentlich. Servus. Ja, Valentin hat sich einen Namen auf der Challenge gemacht, weil er war der Jüngste, aber auch mit einer der krassesten. Der ging ab, muss man sagen. Mhm. Auch mit Kettensäge, ne? Ja, das ist ja sein Lieblingswerkzeug, glaube ich, so. Ja. Kettensäge. War das nicht der sofort irgendwie aus einem Baumstamm so einen Sitz gemacht hat? So einen Sitz? Mhm. Okay, Leute, jetzt müsst ihr mal ein bisschen hier mit rein grätschen. Wir machen ja hier quasi Interaktion. Welche Bohrhämmer sollen wir jetzt gegeneinander antreten lassen? Also im Titelbild müssen wir auf jeden Fall natürlich hier den Metabo gegen den Makita. Was vielleicht interessant ist, einfach mal uns zu sehen, ob die gleich sind. Ja, damit können wir doch anfangen. Normal müssten sie ja gleich sein, ne? Ja. Ich habe Achter. Wollen wir mit Achter machen oder direkt die Dicken? Nee, Achter, oder? Achter? Achter, Ja. Das ist 12. Das ist 12. Haben wir hier noch einen größeren Akku? Ein Sechser? Sechs, ja. Aber bestimmt nicht geladen. Welchen Staubsauger für die Werkstatt könntest du empfehlen, Max, nach dem, was wir hier so haben? Also wenn es billig sein muss, würde ich den einen nehmen. Mhm. Der ist echt für den Kurs okay. Wenn es dann in den richtigen Profibereich reingeht, boah. Also ich finde den Gas, ich weiß gar nicht, GMZ, nee, nicht GMZ. Den Bosch. Den Bosch 35, wie heißt der? Ja? Ja, der Bosch. Also Gas auf jeden Fall, dann 35 ATC oder so. AFC. Oder AFC. Automatic Filter Cleaning. Genau. Den finde ich ganz gut. Ist auch von der Preis-Leistung her ganz geil. Und den Wenchstaub soll ich jetzt auch relativ, den habe ich jetzt gerade privat selber bei mir zu Hause, aus so viel mitgenommen habe, ist
also ausgeliehen, ist der Festool Mini. Also jetzt werden wieder viele schreiben, ich bin Fanboy. Ja gut, mach wohl sein. Aber den finde ich... CT Mini heißt der. Oder CT Mini, den finde ich gut. Das ist der mit dem Bluetooth? Nee. Doch, hat, ja, doch, hat er auch. Hat er auch, ja, schon, klar. Aber der ist aber einfach von... Ja, der ist einfach kompakter. Genau, der ist einfach kompakter. Und, wir haben da ein Festool und da ein Festool, ne? Genau. Ja, und noch einen. Und einen bei mir zu Hause. Wusstest du gar nicht, ne? Meine Augen machen das nicht mehr so nichts. Aber das ist halt auch ein schöner Staubsauger. Und der kostet halt auch unter 500 Euro. Beziehungsweise kriegst du, glaube ich, auch schon für 320, 350 um den Dreh. Das ist natürlich auch mal eine Hausnummer, aber es ist auch eine schöne Sache. Nachteil ist natürlich auch, dass der hat die Staubklasse L. Also es ist auch nicht so die beste. Ich glaube, der Bosch hat natürlich schon die mittlere Staubklasse. Das ist eigentlich auch schon eigentlich geiler und auch gesünder, muss man auch ganz ehrlich sagen. Gerade wenn du halt viele Holzarbeiten machst und Schleifen und Sägen, ist natürlich ein Staubsauger mit Staubklasse M schon auf jeden Fall die richtige Wahl. Also, ja. Das sollte man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Wobei man auch sagen muss, wir haben hier auch eine Felderabsauganlage. Mhm. Das ist einer der kleinsten noch in der Kategorie von Felder? Nee, es ist so, also die kleinste RL125, ist RL125, also ja. Ja, ist gut, das kannst du jetzt den Leuten nicht empfehlen. Also das, nee. Also kannst du schon, aber jetzt als jetzt irgendwie... Ich mach als, mal hier auf Insta. Als Einsteiger. Zeig ich das mal eben, da kann ich ja mal eben... Ist das hier ein bisschen viel? Ich kann da sogar mal hingehen, jetzt. Tatsächlich. Ja, das ist hier unsere Livecam. Hä? Zu unserem Staubsauger. Willst du die mal anmachen? Weil es ist aber laut. Ha? Dann wird es aber laut. Die ist aber laut, ne? Ja, safe. Du kannst doch vorne direkt das Handy reinwerfen. Dann kannst du das hier wieder rausholen. Ja? Kannst du es probieren? Nee. Jetzt geht gerade die Aufnahme. So, mach mal aus. So, da hat man jetzt mal gehört, dass die große Staubabsaugung schon relativ laut ist. Aber die ist auch echt gut. Also, da hast du da unten so eine Schubkarre für die Späne. Und im Prinzip gibt es auch nichts Vergleichbares. Du könntest jetzt zum Beispiel den Abrichthobel hier nicht mit einem normalen Staubsauger fahren. Da musst du schon zumindest diese Dinger haben, die unten den Sack dran haben. Mhm, ja. Also, ne? Ja. Aber ein Exzenter brauchst du da jetzt auch nicht dran anschließen, ne? Nee. Nee. Was ist eure Meinung zur Marke Milwaukee? Ich habe bereits viele Geräte dieser Marke. Wie vergleichen Sie mit anderen, zum Beispiel deutschen, wie Bosch oder Festool? Boah, Leute, was ist eigentlich mit Milwaukee los? Ihr fragt so viel über Milwaukee. Seid ihr irgendwie auf einmal alle wach geworden? Fanboys. Ja. Worauf sollte man beim Bohrhammer achten? Makita HRZ 2470 Joule. Ja, die Joule ist ja die Einzelschlagenergie, aber das Ganze ist gepaart mit der Schlagzahl. Ja. Das heißt, ne, wenn ich dem Laser jetzt 1 auf die 12 gebe, dann wäre zum Beispiel einmal meine Schlagenergie wichtig, wie er reagiert. Aber ob er dann selber umfällt irgendwann, liegt auch noch daran, wie oft ich zuschlage. Und wenn ich das jetzt 30 Mal in der Sekunde mache, hat er keine Chance. Mache ich das aber nur 30 Mal am Tag, wird er wahrscheinlich sich zu wehren wissen und... nächsten Tag nicht mehr kommen. Nee, genau. ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir müssen uns auch irgendwo so ein bisschen noch preppen, ne? Hier. Hörschutz, willst du den? Ne, den nehme ich. Ja. Bleibt der liegen oder müssen wir den festzwingen? Nein, der kann liegen bleiben. Ja. Wie viele Löcher wollen wir denn machen? Also, du musst ja, ich würde 3, ne? Okay. Thomas schreibt, geile Erklärung. Aber genau so ist es. Ja. Wie das aussieht mit der Brille. Mhm. Die Brille sieht hier aber noch dunkler aus auf dem Video. Ja. Das sieht fast aus wie diese... wie Tag Live. Tag Live? Aber... Auch weißt du, was mich in Kolone macht, ist der Lag, die Verzögerung. Guck mal, wir haben jetzt da einen Screen, da einen Screen, da einen Screen. Und die sind alle unterschiedlich. Hast du den nicht in Pink für mich? Der Laser hört schon nichts mehr. Oh. Erstmal kannst du das Ladegerät wieder rausrücken. Was für ein Ladegerät? Von 3M. Hab ich nicht. Das muss hier sein. Du hast ja doch letztes Mal geladen, oder nicht? Nein, das war das falsch. Ich bin ja nicht für zuständig. Okay.
Willst du auch einen Gehörschutz haben? Nee, ich mach den Countdown. Ja, ey, du brauchst auch einen Gehörschutz. Was ist das hier? Oder du? Ach, das ist die Akkuentriegelung, ne? Was? Das ist die Akkuentriegelung. Hier, der hat keinen Sanftanlauf oder irgendwo Leistung oder sowas, ne? Nein, nein. Einfach nur Kasala. Bohrer sind im Prinzip gleich. Ja, das sind alles, also die sind gleich, also nicht nur im Prinzip, sondern auch was der Verschleiß angeht, haben die alle die exakt gleichen Löcher gebohrt. Mhm. Also an der Anzahl. Die Erdbeeren stellen wir mal ein Stückchen weg. Okay, also dann auf 3, 2, 1 los, machen wir dann 3 Löcher. Mhm. Und wer sagt, Uwe, du zählst Uwe an? Das. Ich bin der Herr dafür, jawohl. Hm? Willst du jetzt Gehörschutz noch haben? Ich habe Stöpsel drin. 3. Okay. 3, 2, 1, los! Eine kleine Dewalt-Staubsauger. Hm? Dann können wir mal hier ein bisschen zwischen. Hast du mit dem 18er jetzt gewonnen, ne? Ja. Aber du hast deutlich schneller, ne? Ein Loch. Ja, deutlich schneller. Mhm. Aber, also von den technischen Daten. Sind die gleich? Vielleicht haben die sich vertan. Nein, die sind gleich. Von den technischen Daten. Ich habe heute Morgen noch geguckt. Darf ich, also ich mache noch mal einen. Ich will noch mal vergleichen, wie das sich einfach vom Fortschritt anfühlt. Der geht auf jeden Fall besser. Also auch gefühlt geht der besser. Aber wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ich meine, die Geräte sehen zwar irgendwo baugleich aus. Das sind auch die gleichen Daten. Also ich wette auch mit dir, dass hier gleich ein Motor da drin ist. Also wenn ich mich heute Morgen nicht komplett verlesen habe, glaube ich nicht. Du hast dich verlesen. Nein, das ist alles 100% gleich. Ja. Die Maschinen sind auch gleich, das Gehäuse ist auch gleich. Naja. Das ist nur die Akkuaufnahme. Und das ist ja ein Vierer. Und gut, man könnte jetzt hier sogar noch mal einen Achter. Aber ich glaube nicht, dass er das nutzt. Kann losgehen? Klar. Und bestens aufgestattet. Du hast ja auch 4 Löcher gebohrt. Jetzt wäre mal interessant, den 12er gegen 12er Metabo gegen 12er Milwaukee. Okay, dann machen wir es. Ja? Wo ist der Milwaukee? Der Milwaukee, nee, der Makita. Wo ist der Makita? Der Makita. Dann nehme ich erstmal den Metabo. Ja. Ich tausche mal den Akku. Akku? Den Bohrer. Oder willst du mal bohren? Nee, lass erstmal. Was? Der Junge ist noch nicht so weit. Sagt er, der den Bohrer nicht reinkriegt. Okay, hat geklappt. In okay. Was für Material bohrt ihr? Das sind so Randsteine, ne? Betonrandsteine. Richtig. Akku ist. Müsste voll sein. Akku ist leider leer. Wie kann das denn sein? Guckst du. Ich hab doch heute Morgen geladen. Lol. Hä? Das Ladegerät ist ja noch. Dann machen wir erst den Milwaukee. Haben wir nur den einen Akku? Ja, das ist der größte, den wir haben. Macht ja schon Sinn, das ist auch dann der Vierer. Ja. Dann müssen wir erst den Milwaukee machen. Okay. Hier ist natürlich jetzt ein Sechser drin, hier ist ein Vierer drin, na gut, müssen wir mal gucken. Ja, wobei die ja zumindest beide zweireich sind, ne? Ist ja
das denn für ein kurzer Bohrer? Lull. Was sagt der Lull? Nee. Lull. Oh, bitte mal Kappsägen testen. Haben wir schon öfter. Zack, in den Feuerlöscher rein. Florian sagt on, er ist nicht on. Tatsächlich müssen wir da mal dran arbeiten. So, Akku ist voll. Warum musst du gerade Holz hacken? Mach ich so gerne. Ja, schönes Dekolleté. Hä? Schönes Dekolleté. Ja, ne? Live. Tausende von Zuschauern freuen sich jetzt. Nicht jeder. Okay, los geht's. Auf U ist Signal. Was? Also, gefühlt, ne? Vom ich muss aber diese Brille absetzen, die sieht so... Ja. die sieht doch nicht so mega... Ey, guck mal, wenn du da durchguckst, die sieht doch grau aus. Ja, Im Video ist so Rauchglas. Im Video sieht total schwarz aus. Das ist so eine weiße auch. Ja. Du siehst aber auch aus wie Neo aus Matrix, wenn du die Brille aufsetzt. Ich bin Neo. Ja, mehr als das. Weil Neo hatte keinen Warhammer. Aber jetzt könnt ihr mal schreiben im Chat, was meint ihr, wer zieht jetzt wen ab? Denn ich würde sagen, rein von der ganzen Größe hier, Motor und so weiter, müsste doch der Metabo jetzt den Milwaukee besiegen, oder? Also von der Umdrehungszahl und Schlagzahl hat der Milwaukee die höchsten Angaben. Echt? Was hat er denn? Wie viel Joule, wie viel Schlagzahl? Also Joule hat er 1,1, 1,3, Schlagzahl sind es 6.575 und hier sind es, bei denen sind es 5.230. Okay, aber dann hat der mehr Schlagenergie, Einzelschlagenergie. Einzelschlagenergie, aber Schlagzahl ist da mehr. Okay, interessant. Was meint ihr, wer macht das Rennen? Milwaukee oder Metabo, beide 12 Volt? Milwaukee gewinnt, Milwaukee, Metabo gewinnt, sah genauso aus wie beim Gerät mit Kabel. Ja. Könnt ihr mal ein Bierwettsaufen machen? Nein. Bierwetz. Metabo, also die meisten meinen, dass Milwaukee hier... Einer schreibt, Bosch, wie los ist er denn? Lull. Mit dem Gym. Okay, das ist jetzt krass. Die Marke mit M am Anfang. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist wie mit der Präsidentschaftswahl in den USA. Einer von beiden, ne? Einer von beiden. Der war sehr, sehr stumpf. Okay, los geht's. Gibst du wieder Signal? Uwe. Kann losgehen? Ja. 3, 2, 1, los. Ich auch nicht. Aber. Gerade mit dem Abstand nicht. Nee. Warum hast du mir jetzt einen stumpfen Bohrer gegeben? Nee. Sollen wir nochmal. Das fand ich schon krass. Sollen wir Kreuztausch machen, oder was? Ja, klar. Kreuzvergleich, wie das heißt? Das gibt eine Anzeige. Mach einmal hier die Reinigung. Mach mal an den Johnny. Uwe! Wir haben doch den Ryobi-Sauger auch neu, ne?
Mach den noch mal klar. Ich glaube, der stand noch im Flur, im Karton. Ich habe den noch nie ausgepackt. Okay. Der klingt so ein bisschen feingeistiger. Guck mal. Der hat ein bisschen mehr MG-Feeling hier. Stimmt, stimmt. Ne? Ja. Dann mach den Metall nochmal. Ja, das stimmt. Das passt ziemlich gut. Okay, dann lässt du mal Attacke. Okay, Bohrer tauschen. Jetzt macht einer von uns eben das Signal, weil Uwe gerade. Hier, Böcki schreibt, bitte einmal mit viel Druck und einmal mit wenig Druck. Wir erklären das nochmal. Wir haben das schon mal im Vergleich gemacht. Wurde ich hier 10 Kilo drauf gedrückt und mal gar nicht gedrückt. Und die Ergebnisse waren im Prinzip identisch. Teilweise sogar, wenn du voll Casalla hier drauf gibst, war der langsamer, weil ja der Bohrhammer mit seinem pneumatischen Bohrwerk die kinetische Schlagenergie hier in dem Gerät erzeugt. Das heißt, der Druck ist im Prinzip nicht entscheidend. So ein bisschen ähnlich wie bei einem Drehschlagschrauber auch. Ne? Sollen wir die Bohrer nochmal tauschen? Guck mal, das haben sie auch geschrieben. Wir sollen die Bohrer mal tauschen. Ja, können wir auch machen. Und als Tipp noch, hier so ein alter Pfadfinder-Tipp, wenn ihr so einen Bohrhammer habt, dann achtet darauf, dass ihr euch eine Tube Meißelfett kauft, das kriegst du auch günstig, und dass ihr den Schaft immer so ein bisschen einfettet und sauber haltet. Dann halten die Dinge auch. Okay. So, Bohrer sind gewechselt. Und Wetten bitte platzieren. Wenn Max jetzt gewinnt, leg ihn mir nieder. Da legst du ihn nieder. Oh, Uwe, du kannst trotzdem ein Signal geben. Ja. Und ruhig ein bisschen lauter. Drei. Warte mal. Akku ist noch bei mir auch 4 Striche. Was hat deiner? Auch voll. Okay. Drei. Warte. Okay. 3, 2, 1, los. Rinne nicht auf. Hat sich nichts geändert. Ja. Casalla. Christkind war da. So siehst du aus. Hat dir nichts mitgebracht. Und jetzt haben wir mal zwischendurch, damit ihr mal was anders zu gucken habt, haben wir hier mal Ryobi Akkustaubsack. Ist da ein Staubsack drin oder sowas? Ein Filter ist da drin. Ich hatte ihn gerade offen. Okay. Weißt du ja nicht, dass jetzt noch die Bedienungsanleitung da alles drin ist? Nee, das ist nur so ein runder Filter drin, ist ja richtig, ne? Ja. Gibt's da keinen Sack für? Wahrscheinlich nicht. Aber der hat eine 11 Liter Bucket. Bucket. 11 Liter Bucket. Taucht der was? Ja, mach mal. Macht der? Ich weiß nicht, ob der taucht. Also der Schlauch ist schon mal... Der Schlauch ist gar nicht schlecht, ne? Hör ich auch mal. Was ist das? Gut, ne? Ja, vor allen Dingen ist das gut. Ah. Ja? Das hat der auch. Wenn ihr auf den Kopf setzt, ja. Dann ist da so ein. Weißt du? Ja, wahrscheinlich hat der eine Plastikkugel in einem Filter, wenn du Wasser saugst, dass sie zumacht. So, das kann natürlich sein. So sei es. Einmal absaugen machst, oder? Was soll ich absaugen? Einmal absaugen, bitte. Wieso? Achso. So. Makita steckt die beiden in die Tasche. Nee.
Ja, der Akku ist. Ich weiß nicht, warum der Akku nicht voll ist. Ich hab den echt geladen. Lol. Scheinbar ja nicht. Doch, ich hab den reingesteckt, bist du verarscht? Ja, du hast den wieder rausgesteckt, um mich zu sabotieren. Und hier ist was los. Der ist stärker als der, oder? Kann das sein? Aber hier ist auch schon. Ja, sonst machen wir jetzt mal hier einen 18 Volt, keine Ahnung. Also den mit Tavo. Der Festo ist so identisch. Warte mal eben. Der Festo 1,8. Oder gibt es Zuschauerhinweise? Gibt es sachdienliche Hinweise aus der Zuschauerschaft, welchen Bohrhammer wir als nächstes gegen den Metabo? Gegen welchen denn? Gegen den 18 Volt, oder? Ja, 18 Volt. Einfach nur Vorschläge. Ihr will eine, wissen, was Lull heißt. Lull? Ja. Keine Ahnung. Was ist eigentlich mit Hitachi? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Heikoki, wenn schon. Ja, jetzt ist es Heikoki. Also wir haben Parkside Performance, wir haben die dicke Bertha von Bosch, wir haben auch der Beste vom Besten hier, den Park Siede, Parkside, obwohl der ist schon zornig, ne? Also klingt zornig. Ja, gut. Ja, weißt du es denn? Ja, weiß ich schon, dass der nicht zornig ist. Ja, dann lass uns das nochmal probieren. Ja, gut. Den Grün gegen Grün. Vor allen Dingen... Wie Grün? Achso, gegen den. Ja, Grün gegen 18. Oder sagen wir mal den 12er Metabo gegen den. Das wäre auch interessant. Schreibt mal, sollen wir den 12 Volt Metabo gegen den Parkside oder den 18 Volt gegen den Parkside? Können wir auch beides machen. Können wir auch beides, ja. Aber ich würde vielleicht erstmal mit dem 12er anfangen. Ja, dann machen wir das. Den machen wir dies. Also 12er, dann brauche ich den Bohrer. 12 Volt. Nee, LOL, laugh out loud, laughing out loud, ja, das ist schon klar, aber LUL. Einer hat geschrieben, uncomfortably. Laughing uncomfortably loud? Ja, aber ich glaube, LUL ist eher einfach so eine Abzweigung von LOL. Das gibt eine Anzeige. Ey, kannst du mir ein Wasser holen? Wir haben nur dieses österreichische Mineralwasser. Was soll ich diesmal reinmachen? Hä? Mineralwasser mit Kohlensäure. Bitte. Machen wir. 2.500 Leute sind im Stream. Ich glaube, das ist ganz gut, ne? Stabil. Aber Leute, was ist denn los? Ich sehe gerade 350 Daumen. Nur. Ich finde, wir könnten das Interaktive jetzt mal. Das finde ich interessant. Wir motivieren euch jetzt mal wirklich einen Daumen hoch zu drücken und dann müsste dieser Counter jetzt hochgehen. Geht er doch schon. Geht er schon. Ja, aber so langsam. 512. Erst bei 1000 machen wir weiter. Genau. Wir machen nicht. Also bevor da nicht 1000 Daumen sind, dann... Jetzt vertun die sich gleich und drücken den Daumen runter. Guck mal schon, es kommt schon direkt 6 Daumen runter. Entweder verdrückt oder Front. Ja, das geht schnell. Wir sind jetzt bei 720. Mhm. Lüg doch nicht. 736. 758. Weißt du, du musst den... Es wäre auch gar nicht mal ganz witzig, das so umzulenken, dass sie jetzt dann alle von Like auf Dislike einmal gehen. Nein, um Gottes Willen. Ja, warum? Können sie dann nachher wieder umswitchen. Ist einfach so witzig, dann halt so die Leute so an, ja, zu animieren. Okay, der Dislike ist auch ein bisschen mehr geworden. Ne, genau, dann sagen wir, okay, wir machen nicht weiter, bis die Dislikes wieder auf die Likes sind, aber. Nachher werden zwischendurch welche ohnmächtig und dann können die nicht mehr das korrigieren. Frisch gezapft, dass Kunas Waschein macht. Ja? Was Kunas. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Schade. Ich brauche noch was zu trinken. Oh, jetzt gerade passiert aber nichts mehr mit den Likes. Ja gut, wir haben gesagt, wir haben unsere Bedingungen. Ich kann ja schon mal als drohende Gebärde die Brille absetzen. Was hast du für Bedingungen gesetzt? Wir haben gesagt, wir machen nicht weiter, bevor da nicht 1000 Daumen hochstehen. Weil es sind 2.500 Leute im Stream und da waren eben nur 300 Daumen hoch. Das geht doch nicht. Nee. Wer kein Daumen? Hast du schon geliked? Ich nicht. Kein Daumen, keine Pflaumen. Hat Oma immer gesagt. Da kriege ich Gehirnstau. Ach, russische Mineralwasser. Gehirnstau. 900 haben wir jetzt gleich. Oh, 900 haben wir schon.
Es geht echt schnell. Bewertet wird am Ende, Bernhard Walter. Nee. So nicht. Alter, hat mir einer zwei Bilder geschickt. Vor seinem Abo und nach seinem Abo. Hat er sich gefreut, dass er mein 1000. Abonnent war. Ja? Ehrlich? Habe ich ihm gratuliert. Ja? Ja. Hast du auch ein paar Blumen geschickt, oder was? Ja klar, gibt doch hier so Blume 24, kannst du online Blumen schicken. Klatschmohn. Ey, du musst mal ein bisschen mehr Memes machen. Ey, ich mach richtig viele Memes, aber ihr kriegt das halt einfach nicht mit. Stimmt nicht. Nee, jetzt habe ich einen gesehen. Ohne Scheiß. Ich habe schon echt heute Anzeiges raus, bedummt's. Du machst immer die gleichen. Maximilian Brüggemann, mach dir auch nochmal eine Essen-Challenge mit Fisch. Boah, nee. Das Brüggemann, das, du bist doch der Kollege, der da im Strahl gekotzt hat. Ach ja, stimmt. Ja, wir haben nämlich, also für die Zuschauer, die nicht dabei waren, wir haben ja eine Spoiler-Alarm. Ne, genau, wir machen keinen Spoiler-Alarm. Ja, ich wollte sagen, das erzählen wir gar nicht. Das ist ja schon viel zu viel erzählt. Wobei ich mir schon gedacht habe, ob man das wirklich in das Video mit reinnimmt. Warum nicht? Darf man das nicht? Da musst du ein extra Video für machen, so einen kurzen Clip. Das hast du überall als Meme dann. Das stimmt, das hat echt gutes Meme-Potenzial, ne? Ja. Für uns. Hm. Aber wir. Hast es doch eh schon verraten. Aber wir haben es nicht mitgemacht. Ja, aber der soll jetzt nicht noch mehr erzählen. Da waren noch ein paar andere noch dabei. Max, du wirst berühmt. Ja? Den machen wir mal gut. Hier 963 Leute. Hier sagt einer, ich kann mal meinen Kontostand als Screenshot machen, vor und nach Abo. Das ist geil. Arbeitsamtag Geld überwiesen. Lohn ist da. Das hat auch letztens einer kommentiert. Irgendwas. Habe ich dir das nicht? Habe ich dir gestern nicht das per WhatsApp? Lohn ist da? Den Kommentar? Boah, ich weiß nicht. Was nimmst du mal für Substanzen nach Feierabend? Keine Ahnung. Dass du dich an nichts mehr erinnern kannst. Weiß ich nicht mehr. Max hat einen Fleck auf der Nase. 969, guck mal, jetzt geht's schon wieder. Eben war 972, jetzt ist 969. Was ist da los? Wer hat einen Fleck auf der Nase? Hä? Ich oder er? Ja, Max. Ne, welch, genau, Uwe oder Max? Ja, Max. Ja, hab ich einen? Ja, was, hab ich einen? Ja, du hast einen. Dann geh ich jetzt. Wie heißt denn Uwe bei Instagram? Kreislauf-Uwe. Tatsächlich. Ja. Also, und dann irgendwie... Und das muss Max richtig klingeln jetzt, ne? Das muss jetzt richtig klingeln. Hm? Nein, wir klingeln jetzt erstmal auf die 1000 Daumen hier. Mir fehlt denn noch. Das mache ich extra. Ich hoffe, dass bei 999 nichts mehr passiert. Was bist du? Der 1000 bekommt einen Schrauber. Ja, Leute, das ist ja nicht so einfach. Wir könnten euch ja gar nicht identifizieren. Was meinst du, da wird jetzt jeder... Oh, ein K. Ja. Oh, das ging jetzt aber schnell. Okay, meine Uwe muss jetzt die Straße nachgeben. Also, und jetzt machen wir... Wir bohren ein Loch. Ja, dann sagen wir, machen jetzt nicht weiter. Wir brauchen jetzt 2K. Nein. Jetzt müssen wir unser Versprechen einlösen. Deswegen ja, versprochen Jalla, ist versprochen. Jalla, Jalla, es wird auch nicht gebrochen. Schnell, ne? Okay, Uwe. Hau in die Tasche. Warte mal, ist der Akku überhaupt voll? Ja. Akku ist voll. Ich gebe das Startsignal. Also, das ist aber richtig, Ivan, ne? So. 3, 2, 1, let's go. Boah, da geht gar nichts. Da geht gar nichts. So eindeutig genug. Alter, aber sag mal, man muss auch fair sein. Guck mal, dafür bleibt er stehen mit dem Akku. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Aber krass. Vor allen Dingen, meine Hände jucken jetzt. Richtig krass. Nee, so gut wie, nee, gar nicht. Aber meine, boah. Kribbelt, ne? Kribbelt ohne Ende. Bei Max juckt mir auch mal die Hand. Kleine Klatsch ist. Krass, also, willst du mal? Das gibt eine Anzeige. Mach nur. Ein Loch? Nee, pass auf, wir machen jetzt mal, also der ist ja jetzt schon
Gut, der dann ist raus, komm. Der ist komplett raus. Können wir den Performance mal. Der Performance, ja, der Performance ist sogar von den Leistungsdaten der stärkste mit 3 Joule Einzelschlagenergie. Okay, also müsste der Performance den hier... Ja, den hier sowieso. Oder der Festool, hatte doch damals ein Problem. Das wollten wir eigentlich nochmal nachdrehen, weil der hat vibriert ohne Ende. Da war eine Vermutung, dass was an der Ende... Nein, der hat sehr stark vibriert. Da waren wir beide schockiert. Und dann schrieben Leute, ihr müsst doch etwas drücken, damit er eben nicht vibriert. Komm, das probieren wir mal aus. Ja. Uwe, mach du mal. Der Festool ist... Akku ist voll. Alle Akkus sind voll. Lonisch da. So. Ist aber auch Brille aufsetzen. Drei Löcher. Hast du Gehörschutz? Brille? Hat du Brille? Ey, ich guck mal, selber gehört, das bist du. Ivan im Ärmel. Jo, ich brauch erstmal einen Stuhl. Oh ja. Jetzt macht ihr den Abgang von seinem Haus. Hm? Jetzt macht ihr den Abgang von seinem Haus. Du bist immer am Lästern über den Max, ja. Du musst auch mal wieder lieb sein. Parkside war ein Linkslauf, denke ich auch. Das ist ja auch geil gewesen. Die Leute fragen, ob dir der Gehörschutz passt, ob deine Ohren da reinpassen. So gerade eben. André, mach doch mal den einen Hirocco. Der Hirocco war relativ der ist kaputt. Gut, der war nur im Ausdauer nicht gut. Irgendwas hat der hat auch einen Schlag weg, deswegen können wir den nicht nehmen. Der ist ja ein Schlagbohrer, ne? Der ist vielleicht damals in dem Test nur zu heiß geworden. Vielleicht ist er jetzt wieder gut. Oder hast du mal zwischendurch mit dem wieder gearbeitet? Hast du einen vollen Akku? Glaub nicht, den habe ich auch extra nicht vorbereitet, deswegen. Hm. Okay, hau mal einen Einhell-Akku. Hier ist 18 Volt. Ja, aber ist voll? Drei Akkus, drei Stück. Ist voll. Ist da. Ja. Ja, Akku hätten wir. Ich habe auch einen. Okay. Ja, wollt ihr den jetzt nehmen, oder was? Ja. Ich dachte, Uwe soll einmal mit dem Parkside machen. Ja. Uwe soll einfach mit dem Parkside mal machen, dass er mal sieht... Ein Loch reicht ja, ne? Nein, drei. Du musst schon drei machen. Hey, mach doch jetzt ein Duell gegen den Festool. Okay, aber hol noch mal den Hirocco. Ja, mach doch erstmal das Duell dafür. Matze schreibt ein Bier und ein Herz für Kreislauf, Uwe. Ein Herz für Uwe. Hier, das machen wir. Den Flexi-Click, den 18V mit dem SDS-Aufsatz gegen den GBH26. Den SDS-Aufsatz haben wir den nicht hier. Ja. Aber mach du erstmal das. Ja. Eins am anderen. Ja, ich will es nicht vergessen. Er wird schon nicht vergessen. So, da ist er. Ich will schon nicht vergessen. Okay. Bist du dran? Wir müssen mal Brille aufsetzen. Also warte, ne? Meine Brille ist schon wieder nicht auf. Okay. Ist er fertig? Ja. Okay, dann 3, 2, 1, go. Was sagst du? Merkst du das an den Fingern? Schneller. Wir sind zu taub, ne? Ja. Die jucken nicht, aber sind zu taub. So. Ja. Weißfinger, Krankheit. Aber damals hatten wir doch den Kritikpunkt, dass das Ding hier
von der Vibration auch krass ist. Also nicht so angenehm wie andere. Nicht angenehm. Ja. Und da hieß es, nee, gar kein Problem. Hatten einige Zuschauer, der wäre total angenehm. Ihr müsst nur drücken. Und jetzt habe ich gedrückt und ich habe keinen Unterschied gemerkt. Kannst du mal einen anderen Bohrerdurchmesser nehmen? Vielleicht liegt es auch da. Und das war, hat mir auch damals auch welche geschrieben unter den, weil das war immer das erste Thema mit in den Werkzeug-News. Damals haben wir immer Bohrer, haben wir relativ viel davon gemacht. Und da hieß es auch manchmal so, dass auch diese Schlagfrequenz und Einzelschlagenergie immer manchmal auch auf eine Bohrergröße abgestimmt ist. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig ist von der Argumentation, weil du auch. Ja, 8 mm, ne? Ich denke, 8 mm ist halt immer so eine gängige Größe. 10er, 12er ist, wäre jetzt für mich schon wieder so ein bisschen sehr speziell. Und alles, was darüber geht, sowieso. Von daher denke ich, ist immer eine 8er eigentlich ein sehr, sehr guter Referenzwert, genauso wie ein 6er halt auch. Also was ich jetzt interessant fand, war wirklich bei dem, jetzt wird er ein bisschen warm, ja, bei dem Parkside Leistung unterirdisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also kein 12-Volt-Gerät ist langsamer hier gewesen, richtig? Mhm. Also klar, der Makita haben wir jetzt noch nicht getestet, aber ich glaube nicht, dass der Makita jetzt gegen den Parkside verlieren wird. Nee, der Makita ist recht zornig. Haben wir nicht sogar einen Parkside 12 Volt Bohrhammer? Ja, ich habe den gefunden. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist ja dieser baugleiche wie der Milwaukee. Ach ja, genau. Oder der so ein bisschen auf Milwaukee getrennt, ja, genau, ist, ne? Habe ich nicht gefunden. Ja. Okay, bitte den 18FC mit Bohrhammer-Aufsatz gegen die kleinen Bohrhammer der anderen Marken antreten lassen. Der Aufsatz hat nur 1 Joule Schlagenergie, vergleichbar mit dem Milwaukee Makita. Ja, könnt ihr mal machen. Warte, ich hole einen 8 Ampere Stunden. Uwe ist Sieger der Herzen. Reicht auch, ne? Der Kamerawinkel mit dem Kamin ist echt cool. Ja, finden wir auch. Wir mögen auch selber gerne immer den Ofen, weil der macht es echt gemütlich, ne? Okay. Ich finde auch die Werkstatt nach wie vor immer noch in love. Zu dem mal nehmen hier? Ja. Dann schieb's mal los. Warte, ich einmal sauber machen. Was ist das? Ach so, ja, alles, nein, alles gut. Was dachtest du? Ich habe einen Denkfehler gehabt. Ich dachte, warum drehst du den nicht weiter auf Schlag? Okay. Hier schreibt er hier MTS Auto. BAC 18 nutzen wir viel. Noch nie Probleme mit der Vibration gehabt. Der Dämpfer muss frei arbeiten können, also nicht gegendrücken. Ja, aber beim letzten Mal haben wir überhaupt nicht gegengedrückt. Und da hat das Ding echt vibriert. Und das haben wir uns ja, also dann hat das Gerät vielleicht einen Fehler. Weil du hast gearbeitet, ich habe gearbeitet und wir hatten nachher juckende Finger. Bei dem Festival? Ja. Das war echt nicht geil. Hier, nimm das als Zeichen meines Vertrauens. So, gesehen, wie er schlägt? Hä? Ey, das ist ja auch kein pneumatisches Schlagwerk, das ist ein Federschlagwerk, das ist ein mechanisches Schlagwerk. So. Der arbeitet wirklich in der Feder. Gegen wen? Die haben, glaube ich, gesagt, gegen 12er... Gegen eine 12er-Maschine, ist ja egal jetzt. Also jetzt die Makita und die haben tatsächlich 1,1 Volt, ach, 1 Schlagenergie. Und der macht erstmal den Milwaukee. Der macht einen, ne? Einen. Ja, genau. Glatt einen. Hier schreibt einer, wann gibt es einen Bosch Professional 12 Volt Bohrhammer? Wissen wir auch nicht. Aber irgendwas habe ich gehört, dass da mal was kommt. Das wird ja auch Sinn machen. Weil ich meine, guck mal, ne? Der hat jetzt, also der Milwaukee war jetzt langsamer als der Metabo 12 Volt, aber absolut gesehen, für die Größe und das Gewicht, das muss man natürlich auch nochmal sehen, ne? Ja, ja, klar. Das Ding ist natürlich noch handlicher. Das Einzige, was mich halt also stört, ich habe die Milwaukee-Maschine selber halt auch privat danach auch nachgekauft und bin halt auch immer noch überzeugt davon etc. Das Einzige, was mich halt echt stört, ist, warum es da keine Begrenzung gibt für die Bohrtiefe, also kein Anschlag. Da habe ich dann auch, also da habe ich da jetzt letztens beim Kauf auch drüber hinweggesehen, weil ich gedacht, okay, so kann ich mir auch anders behelfen. Aber da habe ich gedacht, so, boah, konstruktionsmäßig ist da echt auf jeden Fall... Könnte man hier was machen, ist, ne? Ist ein Minuspunkt. Den Hals. Aber benutzt ihr das? Benutzt du das? Ja. Also ja. Wenn es da ist, benutzt du das schon, ja. Klar. Gerade hier bei dem finde ich super praktisch, weil du das in der Staubabsaugung hast. Genau, da habe ich das damals benutzt auf der Arbeit. Damals mit dem von Hilti. Aber hier, ich einfach so eben Tesakräfte. Ja, ja, klar, weil du da nichts anderes machen kannst. Ja, aber wenn es so da ist, das Gestänge, weil es ist ja jetzt kein konstruktiver großer Aufwand. Du brauchst ja da keinen Laser einbauen, der da irgendwie anfängt zu piepen etc. Es reicht ja einfach... Frag mal Publikum. Einfach nur eine Stange. Und wenn fertig. Ihr mit Bohrhammer arbeitet, nutzt ihr den Tiefenanschlag oder sagt ihr Pi mal Daumen? Ich habe ja schon so gemacht, dass ich einfach mit dem Edding hier am Bohrer anzeichne. Ne? Ja, ja. Oh gut, Edding habe ich noch nicht gemacht, aber halt immer so Tesakrepp halt. Ne?
Ich hatte schon mal einen Kollegen aus der Schule, der hat gedacht, okay, braucht er nicht. Und wo ist er letztendlich gelandet? Im Sicherungskasten, ne? Mhm. Komplett durchgebohrt in den Sicherungskasten rein. Der hat da nicht gerettet. Jetzt so kannst du im Mauerwerk noch einen Punkt machen, bis du ihn bohren kannst. Im Mauerwerk. Hier schreibt auch jemand, ja, finde Parks hat gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt mal ehrlich, Leute, du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist, ne? Ich meine, wenn du keine Erfahrung hast mit Bohrhammer und irgendwas und du kommst vielleicht von einer Schlagbohrmaschine in Stahlbeton, würgst du da einen ab und dann kriegst du dir so einen Parks, dann denkst du, das ist ja... Ich hatte letztens auch noch einen guten Kumpel, ich weiß nicht, ob der das guckt, ich denke aber gerade nicht, der hat so Klimmzugstand bei sich eingebaut, der ist ja so Personal Trainer und da hatten die halt auch, sind die auf Stahlbeton getroffen. Und da hatten die beide, so, hatten die, glaube ich, eine grüne Maschine. Ne? Und die sagt ja auch so, ey, was für ein Kack. Ich so, ja, das ist halt Bosch-Grün, was erwartest du? Ne? Also damit wirst du nichts reißen. Aber, und die haben halt immer Bewährung getroffen. Immer, bei jedem Loch haben die Bewährung getroffen. Und dann halt auch große Durchmesser gebohrt. Ich sag so, ey, das ist die Maschine jetzt auch nicht für ausgelegt. Ne? Und was hast du so für Bohrer? Ja, dann halt auch irgendwelche, ja. Darf ich mal eben unterbrechen? Hier schreibt zum Beispiel einer hier Staubabsaugung, ne? Hier, der Max aus Berlin. Ich, nur, wenn der, die Staubabsaugung dran ist, dann ja, ansonsten nicht. Okay. Dann auch hier Kreppband. Flanellhemd. Was ist das nochmal? Ein Karohemd. Holzfällerhemd. Achso. Es hat auch jemand mal geschrieben, dass ihr einen Dreier machen sollt. Bohrtest. Also alle drei gleichzeitig bohren. Dreier machen wir nach dem Livestream. Ja, ohne mich, Jungs. Jungs. Ja, was jetzt, warum gekommen ist, benutzt keiner das Gestänge oder was? Teils, teils. Ach so, okay. Aber viele benutzen es nicht. Keiner hat gesagt, ne? Okay. Ich gebe wieder das Signal, ne? Okay, also nochmal zur Info. Wir haben 1 Joule Schlagenergie, 1,1 Joule. Aber die Schlagzahl, steht hier da drauf? Ne, ich glaube, da stand nichts, ne? Ne. Ihr müsst euch jetzt nicht lauter sprechen, weil ihr die Dinge auf dem Kopf habt, ne? Ja. Okay, Doki. Akku ist voll. Lohne ist da. Okay. 3, 2, 1, go. Amtlich, ne? Ja. Das ist aber. Gedacht, aber krass. Aber das haben wir doch schon mal gehabt, dass das Ding so abzwirbelt. Ja, und ich dachte immer, das wäre wirklich ein fauler Kompromiss. Aber macht das einen Unterschied, ob ich drücke bei dem oder nicht? Nee. Eigentlich auch nicht. Nee? Nee. Hast du gedrückt? Nö, so normal. Einfach geführt, ne? Ja, so wie ich. Wie ist bei dir so von der Vibration? Ist ein bisschen. Also warte mal, wie habe ich gebohrt? Ja, gut, ich habe hier gehalten, ne? Hier war jetzt kein Druck auf der linken. Aber auf der rechten schon ein bisschen vibriert, ne? Ja, aber merkst du jetzt irgendwo? Also, ja, merke ich schon fast genauso wie mit dem grünen Bauch, wie mit dem... Oh, ehrlich? Ja. Oh, das ist natürlich krass. Aber das ist halt krass, weil du hast das Ding im Koffer, du hast deine Aufsätze dabei, ja. Und jetzt bist du irgendwie auf einer Baustelle und musst mal, was weiß ich, eine Dose setzen. Also Verteilerdose oder sowas. Aufputz. Das ist auch mega. Mega. Und das hat leider zum Beispiel Milwaukee nicht. Also falls die Kollegen von Milwaukee zugucken... Da solltet ihr mal was bringen. Haben die generell überhaupt einen 18 Volt Akkuschrauber mit Wechselbohr aufsetzen? M18? Ich glaube nämlich nicht. Das fällt mir jetzt. Nee, ich glaube nur, dass sie halt die zwei Serien in dem M12-System haben. Ja. Also einmal X-Kit und einmal, boah, FDD-X oder sowas. Mach mal sauber. Jo. Das ist cool, ne? Ja. Los geht's. So.
Nochmal, der Jitter-Skater schreibt, der Bohrhammer-Aufsatz ist einzigartig. Nur Bosch bietet den. Ich habe den Flexi-Click, den kleinen Milwaukee-Bohrhammer aber auch. Wenn ich nur ein Werkzeug mitnehmen muss, dann ist der Flexi-Click absolut unschlagbar. Das ist sowieso als die Zukunft für alle Akkuschrauber, Akkubohrer. Ja. Ja gut, du musst natürlich auch bezahlen. Ne? Ja. Da ist eine Frage. Wie eine Frage? Kurze Frage an die Profis da draußen. Ja, die Proko-Akkus passen. Aber der GSR 18-2 Li, der wird jetzt die Power so nicht großartig daraus ziehen, glaube ich. Hast du was zu Ende erzählt? Was will ich erzählen? Du sollst zu Ende erzählen, aber was? Aber was? Du sollst zu Ende erzählen. Ja, ist egal, erzähl ihm. Alles klar, zu Ende. Ich weiß nicht, was ich zu Ende erzählen soll. Aber was wollt ihr denn jetzt mal für ein Duell? Was wolltest du mal? Sollen wir mal den Bosch Blau haben wir noch gar nicht gemacht jetzt. Genau, den GBH 26. F oder D. Haben wir nicht noch den GBH 18? Nee, ich habe alles. Nee, das haben wir alles schon verkauft. Ich habe alles zusammengeholt an Bohrhammer, was ich habe. Oder was wir haben. Und diesen kleinen, wenn du meinst, den haben wir auf dem Flohmarkt verkauft. Ah. Da ist relativ viel auch weggegangen. Ich glaube, da ist auch der kleine Parkside weggegangen, tatsächlich. Für einen Zehner. Das ist ungefähr. Das wollte echt keiner haben, ne? Aber dann nimm doch erstmal den hier. Dann haben wir auch mal diese Staubbox dabei, dann könnte einer von euch den nehmen. Ja. Und vielleicht du, Max. Und André nimmt hier mal Parkside Performance. Ich glaube, das Duell hatten wir auch mal in so einem Video. Aber ja? Das ist ja trotzdem nicht schlecht. Oder willst du was anderes nehmen? Okay, leg den mal hier auf den Tisch. Zuschauer, vor dem Bildschirm, draußen in der Welt, ihr sagt jetzt mal, welchen Gegner sollen wir hier gegen den GBH 226 F. F für Fechselbohrfutter. Genau. Futter. So, was kommt denn da jetzt hier rein? Hier in der interaktiven Spielstunde. Ey, das ist aber echt so eine Punktlandung. Die haben nicht mehr gemacht als 1000 Likes, ne? Das ist eine Unverschämtheit. Unverschämtheit. Direkt 1000 gesagt, okay, jetzt mehr machen wir nicht. Ja, wir haben ja noch ein Druckmittel. Ja, wir sollen jetzt 1100. Klappt zu. Klappt. 1100, geht's schon wieder los. Also, sind da schon 1,1? Ja, aber ich würde, also 1200 müssen. Boah, das war instant, ich habe gesagt 1100, zack, waren 1100 da. Das ja, vielleicht waren es ja auch schon 1099. Ja, safe, sicher. Das war nur Glück. Ansonsten frag mal Trump, dann verklagen wir hier wegen Daumen-Hoch-Fälschung oder so. Habt ihr das mitgekriegt? Der wollte eine Pressekonferenz geben. Und dann haben sie gesagt, im Four Seasons in Philadelphia. Und dann haben die sich aber irgendwie vertan, dann war das nicht das Four Seasons Hotel, sondern Four Seasons Total Landscaping. So ein Gartenlandschaftsbauer. Irgendwie in einem Industriegebiet neben einem Adult Bookstore und einem Krematorium. Ja? Da war die Pressekonferenz. Ach, vor dem Garagentor? Ja. Ach, jo, doch, das ist wirklich. Realsatire, oder? Ja. Wollte er ja so haben, sagt er. Habt ihr mitbekommen, dass Fox News und alle anderen Sender seine Pressekonferenz ja abgeschaltet haben? Ja. Boah, die Dinger? Beste, ne? Hm. Ich glaube, wir bestellen. Das andere Zeug. Die Bananenchips habe ich echt unterwegs, als ich letztes Mal im Dreh war. Mhm. Weil die sind nicht gezuckert, ne? Hast du den Aschenbecher-Party reingepackt im Auto? Und ja, sicher. Aschenbecher. Wir haben eine neue Donation bekommen von 5,49 Euro. Ego Performance, Milwaukee M12, FDDX Kit. Was haltet ihr davon? Ist blöd, dass der mit den großen Akkus nicht schlägt. Haben wir da vorne, ne? Oder? Den tue ich mir. Ja, der, genau. Ja, der hier. Ja, gut, ne? Hat richtig Ivan im Ärmel. Ja. Also richtig Power. Ja, mit den großen Akkus, ja, der ist relativ kopflastig. Dadurch, dass das hier auch relativ massiv ist. Also. Eine schöne Maschine. Da kann man eigentlich nichts zu sagen. Also ich. Ne. Für mich sind die halt immer noch ein bisschen zu groß, die M12-Geräte. Schön ist aber auch, dass sie einen 13 mm Bohrfutter haben, was andere 12 Volt Geräte nicht haben. Und ja, sonst Leistung ist halt auch massiv ausreichend da.
Von da ist halt auch eine Empfehlung, ne? Auf jeden Fall. Für mich ist halt immer nur manchmal das Handling halt so ein bisschen ausschlaggebend. Und da finde ich die GSR 12 Volt Geräte halt immer noch auch von der Kopfbaugröße noch ein bisschen besser. Welches Gerät, ich wiederhole mich da ständig, ist halt auch mal noch dieser Akkuschrauber von Metabo, der gefällt mir halt auch mal noch relativ gut. Dafür, dass es sogar ein 18 Volt Gerät ist. Aber den als 12er finde ich richtig geil. Ja, gibt es ja auch noch, aber da finde ich den halt immer noch besser. Weil ist ja auch wieder einfach, die Bauform ist genau gleich. Ne? Also es ist ja echt ideale Maschine. Also nochmal zurück zu Milwaukee, auf jeden Fall ist eine Empfehlung. Wenn man sich da einkaufen möchte in das System, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Ups. Ja, gibt es jetzt schon einen Gegner für den Bosch? Nee, ne? Einer hat Hirocco geschrieben. Ja, können wir ja machen. Wo ist der denn? Hast du den jetzt? Ja, hier. Ich weiß halt nicht, weil der E-Mails hat der halt, nicht was? Ich weiß nicht, wie fair das jetzt ist. Direkt so, ne? Der ist ziemlich abgezogen, aber guck mal, da irgendwie kommt hier Öl raus, ne? Ja, das war ja auch letztes Mal drin, da haben wir den nach dem Laden gelegt. Deswegen habe ich den auch nicht mehr auf den Tisch gepackt. Jo. Oder wir wir probieren das nochmal, weil beim letzten Mal ist der echt ganz gut abgezogen und auf einmal wurde der halt schwächer. Und da haben wir uns überlegt, ob der vielleicht einfach zu heiß geworden ist. Aber kann ja eigentlich auch nicht. Dann schwächer werden? Und jetzt kann auch nicht zu heiß werden, weil wir haben ja nicht so viele, wir machen ja immer maximal mal 3 Bohrungen hintereinander. Also da sollte eine Maschine wohl schon aushalten. Aber macht's doch mal ruhig. Ich mach wieder eine Schiri. Schiri? Der eine fragt, ob meine Ohren da reinpassen. Das ist diskriminierend, ne? Ja, das stimmt. Weißt du eigentlich, dass du manchmal deswegen weinst? Ja, das weißt du nicht. Da siehst du. Aber jetzt. Nach Arbeit, wenn ich zum Auto gehe. Sag mal, hat Insta nicht mehr diesen Stunden-Dings? Weil sonst ging das nach einer Stunde. Nee, ich hab gestern live schon. Georg hat eine Donation gemacht. Von 2 Euro. 2 Euro. Der Dewalt DCH33, bitte mal testen. 54? Mit 54 Volt. Ja, Dewalt ist ein bisschen. Alter, was ist denn mit dem Bohrfutter hier vorne los? Dewalt ist so ein bisschen, ich sag mal, nicht so kommunikativ, ne? Schweigen mehr. Das Schweigen der Lämmer, ne? Der gut schmiert, der gut fährt. Ja, aber komisch, dass da so viel Fett vorne raussteht. Da kommt auch immer was rein, ne? Hast du Meißelfett hier? Klar. Ja, in unserer Fettpresse. Nee, Meißelfett. Die spezifische. Hier. Wir wollen ja, dass es ihm an nichts fehlt. Dann mache ich aber direkt dann. Boah, ist das so flüssig? Achso, das ist so irgendwie so ein. Das erste, der erste Tropfen. Richtig Mundlacht. Ich bei dem Ketchup gerade. Was? Wie bei dem Ketchup gerade, ne? Ja, genau. Verteil mal ein bisschen mit dem Finger. Bei Experten, ey. Verteil mal ein bisschen. Wir sind Experten? Ja, auf jeden Fall. Wir können nichts dafür, wenn du eine Jungfrau bist. Oh. Naja, das qualmt. Das qualmt. Oh. Was ist an Meißelfett anders als an normalem Fett? Tja. Frag mich im Einzelnen. Ich denke mal Hochtemperaturbeständigkeit oder sowas. Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Ich habe auch kein richtiges Meißelfett. So. Ich habe auch so ein billiges. Doch, da gibt es einen Unterschied. Ah. Meißelfett hast du ja. Es gibt auch so ein Universalfett. Das kannst du halt auch für Bäume benutzen. Das habe ich mir gekauft, dass du 3 Euro kostet. Und diese Tube, die du da gerade hast, die kostet 6 oder 7 Euro. Von Hilti gibt es ja sowas in so einem Töpfchen. Ne? So zum, wie die Ketchupflasche so ähnlich. Das ist wiederum cool. Also es gibt auch Meißelfett hier für die richtigen Hämmer am Bagger und so. Da kommt nicht mit Universal, das ist richtiges Meißelfett. Ich kann jetzt nur mal mitbringen, da steht auch drauf für Bäume. Siehst du, Meißelfett ist druckstabil. Auf dieser Packung steht auch Meißelfett, das kostet nur 3 Euro. Und das Metabo in dieser Kleinpulle kostet wirklich 6 oder 7 Euro.
Amazon. Wahrscheinlich steht Meißelfett, darunter steht im Kleingedrucken, ist eigentlich Universalfett. Nee, nee. Aber kannst du auch für deinen Meißel benutzen. Nee, nee, und dann in Klammern und Sternchen, Sternchen. Achtung, nicht druckstabil. Kannst du morgen mal zeigen. Wirklich so. Harald schreibt, allmählich werdet ihr schlecht. Irgendwie viel langweiliges Gelaber. Ja gut, das ist halt live, ne? Live to live dabei. So. Deshalb sagen wir auch, ihr könnt ja auch ruhig abschalten. Brille aufsetzen, ne? So, Brille, genau. Das nervt, ne? Das Nachlaufen. So. Hast du den Tiefenanschlag komplett durch? Ja, okay. Das muss ich ja so bohren. Okay, drei ja, Löcher wieder, Löcher, ne? Auf eure Abstände der Löcher, ne? Hallo? Wie meinst du? Ja, das ist nicht immer so dicht, weil unten splittert das halt immer weg. Das, ich könnte ruhig größere Abstände machen. Guck mal, wie viel Fleisch da noch ist. Ja, wir müssen Geld sparen. Na, komm. Ja, so ist die okay. Splittern sonst ab. Ja, aber so ist ja okay. Ja, okay. Okay. 3, 2, 1, so. Hast du 3? Ha? Hast du 3? Ja. Boah, wir hätten 8 im Reifen, ne? Ja. Hast du gesehen, was der ja, schlackert? Ja. Das hat man richtig krass gesehen. Und der vibriert auch wie Hölle. Also das ist hundertprozentig was nicht in Ordnung. Das war vorher nicht so. Ich will mal einmal so ganz kurz so anbauen. Hm? Bau mal an. Vor allem Gehörschutz. Warum hat der eigentlich nicht gesaugt? Ja, das frage ich mich auch, muss ich gleich mal gucken. Ist der Filter dicht? Ist der Filter voll? Wie viel Joule hat der? Boah, ich glaube 2-3 meine ich. 2-3, 2-6. Das ist eigentlich nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, nein, aber nein. Das war ein Riesenunterschied. Ja, ja, ja. Gutes Mittelding, würde ich sagen. Der hat doch nur 100% den Schlag. Weil ich erinnere mich noch an das erste Video über den. Da haben wir schon gesagt, dass es eine sehr, sehr gute Maschine ist, beziehungsweise auch für das eine System für die Exchange Family schon echt ein guter Fang ist. Und dann hat er. Saugt die? Doch, saugt aber. Weiß nicht, wo es gelegen hat. Ich könnte mir vorstellen, weil ich hatte normalerweise, wenn ich damit bohre, bleibt da nichts übrig. Und vielleicht, ja, weil du jetzt nach unten bohrst. Der Staub fällt immer hier rein. Genau, der Staub fällt da rein. Genau, da wird gesaugt. Und wenn du jetzt den so, dann bleibt ja der Staub erstmal hier liegen, dass er nicht die Kraft hat, das abzusaugen. Ich glaube, das liegt daran. Okay. Also trotzdem gut. Ich möchte gleich einmal mit dem Festzünder mal bohren. Ich möchte das jetzt auch mal selber mal ausprobieren. Ja, okay. Ich brauche nur einen Gegner. Ja, hier hast du schon mal den Festool. Sag nochmal einen Gegner für den Festool. Für den wie heißt der? DHC 18, ne? Mhm. Der BHC. Bertha. Den, okay. Makita 18 Volt, Metabo 18 Volt. Makita, Ryobi. Ja, ich hab schon gesehen. Sollen wir Ryobi? Wir haben doch auch einen Ryobi. Oh, jo, stimmt. Ja. Wo ist der denn? Ja, wo ist der denn? Den habe ich heute schon gesehen. Ja, ich habe den auch ausgepackt. Hä? Der lag doch auch hier. Heute schon auf der Bank. Völliges Chaos hier. Schon im Auto. Schon im Auto wieder. Ja, sag mal, wo ist der denn? Der lag schon auf dem Tisch. Ja. Was liegt denn da? Akkuschrauber. Ja, ich mache schon mal ein bisschen hier feiner. Mhm.
Das kann doch nicht weg sein. Zeig mal hier nochmal. Ja. Hör auf. Zu laut. Hm? Halt, stopp! Zu laut? Längel ist ein Talent am Sauger. Jemand schrieb eben, alle schreiben Makita, wir nehmen Ryobi, aber wir haben keinen Makita 18 Volt, oder? Haben wir doch. Nee. Hatten wir mal, aber haben wir auch im Flohmarkt verkauft, ja, ne? Genau. Aber wo ist der denn? Aber wo ist der Ryobi? Hey, der 100%. Ich hab den noch nicht mal gesehen. Doch, doch, ich hab den sieht rausgepackt. Ja, den habe ich heute in der Hand gehabt. Der lag schon hier, ja, ja, bevor klar wir dann gedreht haben. Ich hab ja alles. Boah, das sind immer diese Live-Sendungen hier, ne? Nichts läuft hier. Da! Nee, was ist das denn? Den habe ich gerade, das ist der Dreieckschleifer. Seit wann haben wir einen Ryobi-Dreieckschleifer? Das ist das Bügeleisen. Das ist aber gekocht. Das ist Oder wir machen das mit der Heißluftpistole von Ryobi. Die macht ja den Beton warm. Ja. Was? Ja. Kann der nur schlagen? Nur meißeln? Ja. Ja. Das ist wiederum cool für die Größe. Ja, der doch. Der hat auch ein, so, hat auch ein gelbes Gehäuse. Der sieht so komisch aus, wenn man sich so. Der geht so. Ja, den will ich ja jetzt auch mal mit. Ich will auch jetzt auch mal bedrücken. So. Okay. Mach dann. Machst du dann wieder den Schiedsrichter? Ja. Okay, dann los. Ich bin nicht so handwerklich begabt. Hier schreibt einer ein Challenge. Das stimmt nicht. Die Zuschauer kommen in die Werkstatt und müssen in 60 Sekunden so viel raustragen wie möglich. Und ich stehe am Eingang. mit der Fuba. Mit dem Doppelknall. Oder so. Zehn Uhr schon, ne? Ja. Hä? Neun. Ach, dann müssen wir die mal verschwenden. Irgendwie. Wir sind doch schon wieder drei Stunden am Stream. Akku ist voll. Aber irgendwie. Ist auch kein Brushless drin, ne? Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich Uwe? Drei. Warte. Wie viel hast du eben gedrückt? Du hast ja eben auch ausprobiert, ne? Also, damals habe ich ja im Prinzip so wie eigentlich immer gar nicht gedrückt. Einfach führen. Genau. So, und dann habe ich eben ein bisschen gedrückt. Vielleicht so ein bis zwei Kilo. Okay. Einfach um mal zu probieren, ob der dann nicht vibriert. Aber der hat trotzdem gejuckt. Na, das reicht mir schon. So. Okay, geht's los? Uwe? Ja. Drei, zwei, eins, los. Warte. Der war ja noch gar nicht auf. Der weiter. So. Warte. Wo ist denn? So ist Schlag und Drehen. Ja, guck mal. Ja, so. Okay. Okay. Drei, zwei, eins, los. Richtung gedreht. Und der schießt sich auf die Seite. Was ist denn jetzt los? Habt ihr es nicht gesehen, auf einmal so übelst krass explodiert? Und ich stehe. Was ist? Was ist explodiert? Ich habe die ganze Zeit gebohrt, aber im falschen Lauf. Und ich drück und drück und ich so, hä, warum geht das nicht weiter? Und auf einmal schießt mir die ganze Suppe ins Gesicht. Ich dachte, guck hier vorne, ne? Ich dachte, der dreht sich doch anders als er. Ja, ja. Ich kann aber auch optisch täuschen sein. Ja, aber erst ist leer, ja? Also da. Boah, diese Staubwolke, das möchte ich gerne mal im Slow-Mo sehen. Alter, ich stand komplett in der Staubwolke. Nee. Natürlich müssen wir das nochmal machen. Ey, ihr lässt ja nochmal machen, dass ich in der Staubwolke stehe. Nein, das möchten wir nicht. Okay. Boah, Leute. Aber ich war trotzdem schneller, obwohl ich. Du warst doch nicht schneller? So, wetten, dass ich schneller war. War er schneller? Der zieht dich im Rückwärts. Ja, so. Der war im Rückwärts schneller als das Ding hier? Ja. Alter, ey, du machst mich doch nicht fertig. Boah, ey, das ist einfach zu spät schon wieder für uns. Okay, los geht's. Ey, das war was, leck mich am Arsch. Im Linkslauf gegen Ryobi gewonnen. dann hätte ich ja ohne Schlag bohren können. Was war das denn? Drei, zwei, eins, los.
Hm? Was ist das für ein Geier? Hm? Und? Also ich muss schon sagen, also wenn du drückst, ist da tatsächlich was dran, also für mein Empfinden. Aber das macht jetzt für mich auch keinen Sinn, weil ich jetzt nicht einfach an, jetzt ein riesengroßes Gegenmoment aufzubauen beim Bohren. Aber ja, aber die linke Hand ist ja immer noch die Unterstützungshand, die Führungshand. Da war jetzt die Vibration gleichbleibend, aber wenn jetzt gerade hier, ich sag mal jetzt die Triggerhand, ich habe jetzt, glaube ich, die ersten zwei Löcher habe ich halt mit Druck gebohrt, das dritte habe ich dann einfach nochmal einfach nur geführt und da war halt auch schon wirklich ein Unterschied spürbar für mich, auf jeden Fall. Aber bei dir war richtig am Vibrieren, ne? Ja. Beziehungsweise auch am Eiern, das hat man ja gesehen. Wie da war Unruhe drin in der Maschine und keine Leistung, ne? Quasi gefühlt wie beim Parkside. Also jetzt nichts Dolles, ne? Das ist ja wieder die Frage. Ich weiß gar nicht, ob Ryobi aktuell einen besseren Bohrhammer hat im 18-Volt-Segment. Aber ja, ich habe eben nochmal geguckt. Also da gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, zwei, drei oder sogar nur zwei Maschinen. Und die ist halt immer noch mit auf der Website. Also ist immer noch eine aktuelle Maschine bei denen. Ne? Mhm. Aber dass ich in links laufe, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das möchte ich eigentlich noch. Und auf einmal schießt mir das Ding dann komplett ins Gesicht. Ja gut, aber ich würde mal so sagen, mit meinem laienhaften Sachverstand. Du hast ja hier die Bohrspitze und die Bohrspitze ist jetzt nicht wie bei einem normalen Spiralbohrer, dass die eine Schneide hat. Ja. Sondern das hämmert ja und das löst so ein bisschen und hier mit der Spirale wird der Bohrstab raustransportiert. Das heißt, das war dein eigentliches Problem. Aber dass da unten was los ist, das war ja trotzdem. Ja, ja. Ob links oder rechts rum, ne? Sonst hättest du, also... Aber schon sehr, sehr witzig irgendwie. Geil. Okay, sollen wir mal langsam... Aber eine hatten wir ja noch nicht. Wir hatten noch nicht die Parkside Performance Maschine hatten wir noch nicht. Ja. Und ich guck mal, was hier der 4 Ampere schon Akku sagt. Genau, den Makita müssen wir unbedingt, aber der braucht noch ein bisschen. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir mal den GBH26 gegen den Parkside Performance, oder? Ja, auch machen, ne? Hm? Okay. Was, ja, wolltest du dann wieder bohren, oder? Ja. Wir haben von Thorsten 2,29 Euro bekommen. Cool. Einfach so. Ehrlich? Makita gegen Metabo. Ja, Makita ist noch nicht voll. Okay. Wer macht? Uwe. Ich würde den nehmen, ne? Ich nehme den Bosch. Ich mach zu, dass mein Ohr hier reinkriegt. Hört sich langsam an, ne? Ja, hört sich komisch an. Nach dem ersten Mal schon bearbeitet. Ja, aber auch schon ein bisschen länger. War, glaube ich, auch mit einer der ersten Bohrhammer. Echt? Welcher? Der Ryobi? Nee. Ich sagte ja mit einer der ersten. Wo ist er? Da. Was, dann willst du den oder den? Weil den haben wir ja noch gar nicht gezeigt. Okay, ja, dann gib den. Aber die ist, glaube ich, heftiger, oder? Nee. Also der 2,6. Der andere 2,5. Beziehungsweise der 2,5, sorry. Welcher? Dieser 2,5. Und der 2,6. 2,5 zu 2,6. Also bei denen jetzt, ne? Ja. Und jetzt hier wäre jetzt 2,5 zu 3. Okay, also der Bosch ist deutlich schwächer von der Einzelschlagenergie als der Parkside. Ja, 0,5, ja. Ich muss einmal sauber machen, ne? Bisschen sauber. Ist sauber. Oh. Tritt eh ganz, ich muss aber zur Toilette. Ha? Okay.
Wir haben noch das Startsignal. Achso, wollen wir nicht mal so eine Abstimmung machen, wer gewinnt? Das haben wir sonst auch mal gemacht. Ich glaube, die sagen alle safe, der Bosch. Meinst du? Wir warten mal ein bisschen. Wollen sie mal abstimmen, wer gewinnt? Was sagt ihr? Uwe gewinnt. Uwe? Kann ich mir selbst nicht vorstellen. Wobei der gar nicht schlecht ist, ne? So rein optisch meinst du. Ist das noch der mit den Performance-Akkus oder mit den normalen? Den normalen. Performance-Akku passen da nicht. Okay. Was schreiben sie? Bosch, 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 Bosch. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir. Okay, Uwe, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann drei. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Okay, ich habe Schlacht drin, alles klar. Ich auch. Alles startklar? Si. 3, 2, 1, go. Hä? Der hat voll verspätet angefangen. Ich habe gedrückt und dann eine Sekunde erst kam der. Ja, und hä? Hä? Okay, wir machen es nochmal. Ja, mach nochmal. Du lügst. 3, nee, 2, 1, go. Ja, aber lustig. Aber das war doch ja, das war letztes Mal schon. Genau. Ja. Kannst du ja auch schenken. Aber hatte Lidl uns geschrieben, als Reaktion auf unser damaliges Video, ja, dass sie das verändert hätten. Das jetzt verbessert hätten, ja, tatsächlich. Ja. Nee. Was denn? Ich dachte, dachtest du, der hätte dich blockiert? Nee. Ich dachte, der würde nur in eine Richtung rutschen, weil dann würdest du den Griff ja umdrehen. Achso, dann wäre das auf der Seite, dann wird das nee. Aber. Das ist not good. Und ist was? Warnzeichter. Nee. Warnzeichter. Das Ding ging durch die Butter. Ja, aber ist doch ein riesen Hühne, ne? Ja, ist natürlich vom Formfaktor. Zum Beispiel, wenn du über Kopf oder so. Brauchst nicht so hochgehen mit dem Leiter. Ja. Weiß ich nicht, findest du. Ist halt ein spezieller Formfaktor. Aber gibt es einen Grund, warum der lang ist? Ja. Ja, das ist dieser Formfaktor. Oder wenn du zum Beispiel, ja, oder wenn du zum Beispiel auch nur hämmern willst oder so. Ne? Kannst du jetzt hier ein bisschen stemmen, ein bisschen meißeln, so auf Schlagstopp. Und dann ist es einfach ein anderer Formfaktor. Ist special. So, und jetzt Makita. Aber der Akku ist, glaube ich, noch nicht ganz voll, oder? Ist er jetzt. Nee. Robert sieht da einen schicken Maffel-Systemer. Was ist in dem Systemer drin? Tauchkreissäge. Die Tauchkreissäge, genau. Die Tauchkreissäge, die haben wir hier. Ja. Wenn die Cashews greifen. Fällt ja nicht so auf. Ich habe einen Bosch Grün aus Ungarn. Weiß jemand, was definitiv nur in Deutschland gebaut wird vom Bosch? Also, die großen Bohrhämmer werden in der Regel noch in Deutschland gebaut. Dieser zum Beispiel. Made in Germany. Dann, was noch? Makita? Makita, ja, müssen wir warten, ne? Noch ist er rot, gerade schon geguckt. Warum ist der so langsam? 2 Ampere. Ja, gut. Aber hat der nicht auch, der andere Lader, hat der nicht auch 12 Volt? Warte mal, wo ist denn der? Haben wir hier nicht. Ja. Das ist ein 14-4er. Wieder der Makita gleich gegen den Bosch mit den
gegen den Boss mit dem extra Schlagfutter. Ja, der wird ja aber abgezogen. Ja? Ja. Vielleicht der Makita 1-3, glaube ich, ne, oder was? Ja, um den Dreh. Ja. Ich finde den vom Schlauch ganz schön. Ja, der ist mehr so, den kannst du nicht so dehnen. Kann man machen, ne? Dass der hier mitgeht. Hm? Und dass der mitgeht hier, ne? Hm. Der hat ein Gelenk im Schlauch. Das ist nice. Wenn der jetzt noch mit so einem Systener kompatibel wäre, das wäre cool, ne? Was damit? Was zu sagen? Hä? Soll ich noch präsentieren? Nee, jetzt nicht. Wolltest du eine Wurst? Nee. Wollen wir schon mal umbauen? Für die Kanthölzer? Oder wollt ihr es da drauf machen? Nee, wir wollen das hier hinstellen. Wie, ist wieder ready? Hört man mich wieder? Man hat sich gehört. Nein. Jetzt sehr Kettensägen oder was? Das ist gerade Finale. Ja, aber wir warten eigentlich noch, bis der Dings hier voll ist oder was? Ja, am Start ist. Aber wir können ja schon mal den Klotz hier hinlegen, oder? Hm? Den Klotz können wir schon mal hier hinlegen, oder nicht? Ja, mhm. Ja, packe schon ein bisschen zur Seite. Beiseite schaffen. Beiseite. Was meinst du denn, die Husqvarna gewinnen wohl, wa? Was verschätzen wir jetzt so? Bauchgefühl? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Und deutlich auch? Das ist ein Schnellläufer. Die hat 24 Meter die Sekunde. Das heißt ja erstmal nichts, ne? Aber die hat sich aber schon zorniger angehört. Das ist schon echt geil. Aber ich letztens habe ich ja noch ein bisschen für ein anderes Video schon was vorbereitet, auch mit der Motorsäge. Da kriege ich 261 wieder mit. Und das war auch schon wieder geil. Das ist cool. Oder? Eigentlich muss man das hier regelmäßiger machen, Kettensäge. Das bockt schon immer. Und da Holz selber fällen. Ja, Mann. Boah, der von Flex war aber stärker, ne? Das merkst du vor. Ja, Uwe jetzt hier. Ja, dann gib mal hier Ivan. Okay. Mal bündig. Rauslassen. Was? So meinst du? Hier, Chef. Ich guck gerade mal hier, ob alles passt. Das ist nicht gut, oder? So von der Kamera. Das ist gut, ja. Ja. Du bist nicht ganz so mega drin, ne? Oh, ich bin gar nicht drin. Ah, dann müsst ihr gleich wieder diesen Camcorder machen, ne? Oder? Wie machen wir das? Von der Kamera? Aber so sieht ja, man ja. Mit der Action-Cam. Ja. Hey, ne? Ja. Weißt du, das geht ja, oder? Welchen? Ein Camcorder. Welcher welchen? Der ist in einem Büro vorne. Auf dem Stativ. Wir können das mit der Action-Cam machen. Oder? Ja. Also das ist ja angeschlossen. Hast du lange genug Kabel? Langes genug. Ehrlich, Junkie, ich spreche. André, was futterst du denn da? Schau in die Beschreibung, in die Videobeschreibung. Wir haben einen neuen Sponsor und die machen so Nüsse und mega geile Pistazien. Mit Zimt und Honig. Cashews sind das. Cashews. Und Pistazien gibt es auch. Und Pistazien.
Ja. Kamera. Ja, wollen wir nicht einmal jetzt so mit dem Akku das machen? Sonst warten wir noch eine Viertelstunde, gegebenenfalls. Mhm. Ist doch klar, dass es klappt. Hm? Wir sind nicht im Frame drin. Für gleich. So, bis hier sind wir. Entweder wir rücken den Tisch weiter, was auch doof ist. Ja. Ach, der Bude. Ich muss mal ein bisschen Ordnung schaffen hier. Also müssen die Sachen eh von dem großen Tisch wegmachen. Da hat er schon den Makita da weggepuckt. Dann brauchen wir doch nur den Makita. Und gegen welchen hast du den Antrieb? Gegen 12. Voll gegen mit Habu. Wo ist der andere Achter? Aufräumen vor See, Jungs! Machen wir nicht auch einen Weihnachtsstream? Nee, ne? So ein Weihnachtsstream? Mit Tannenbaum im Hintergrund. Ja, du als Nikolaus. Und Geschenke. Wir könnten eigentlich mal in der Firma Schrottfichteln machen. Boah, nee, hör mich auf mit Schrottfichteln. Ich hasse das. Und normale Fichte? Das finde ich vielleicht noch ganz lustig, aber Schrottwichteln ist absolute Zeit, haben wir glaube ich schon mal gemacht, aber absolute Zeitverschwendung, Schrottwichteln. Also ich finde das schrecklich, weißt du? Absolute Zeitverschwendung. Nee, ist doch so. Dann, weiß ich nicht. Ja, was ist, ich finde es nicht lustig, da, ich finde es total unsicher, dann packt jeder was aus, irgendwie was weiß ich, eine Dose Leberwurst, dann wird gelacht und dann geht das ja nochmal im Kreis rum und wer dann das... Also bin ich raus. Ist total Banane. Ja, dann hat normales Wichteln. Ja, Erdbeeren. Oder dann Erdbeeren. Oder ein Grillen. Ein Weihnachtsgrillen. Ja, die auch cool, ne? Mhm. Heute wäre der 11.11. ihr Faschingsprinzen. Ja. Ja, heute ist der 11.11. Ja, aber nicht der Karnevals-11.11. Alaaf. Der wäre heute gewesen. Ja, Alaaf. Man sagt Hilau. Oder Hilau. Ja, den wir machen. Wir sagen Jalla. So. Also jetzt hat er Akku 4. Also der ist jetzt mindestens bei 80%. Ah. Das sollte uns genügen. Hm? Zap, zap, zap. Oh, du musst gleich Signal geben. Weil wir brauchen so einen Drucklufthorn. Boah, Alter. Wir haben ja einen Megafon. So wie Gnossi. Okay, wir müssen erstmal hier wieder Wetten abschließen. Wer gewinnt, Metabo oder Makita? Was hast du? Metabo. Echt? Ja. Ich würde sagen... Boah, schwierig, weil wir den jetzt ja gar nicht mehr im Duell hatten. Aber der war relativ fix. Ja, doch. Was meint ihr, wer gewinnt, Makita oder Metabo? Ich würde sagen Makita. Makita, Metabo. Ich würde mal sagen, gefühlt ist das so Hälfte, Hälfte, ne? Ja, ein bisschen Leitetendenz zu Metabo, würde ich schon sagen. Aber grundsätzlich, ja, hast du doch schon recht, eher so... Relativ ausgewogen. Okay, dann lass mal los. Ja, warte. Ich bitte, Hörschutz hat auf. Ich komme ein bisschen näher. Okay. Fertig? So. Ja. 3, 2, 1, los. Thank you.
Das war schon ein Loch Vorsprung? Ja. Fast, ne? Nicht ganz? Okay. Respekt, ne? Oder wollen wir mal Kreuztausch machen? Sag mir mal, wie du den von der Vibration fandest. Angenehm. Also klar. Den angenehm? Ja, ja. Weil bei mir juckt's. Ja, okay, dann lass mal nur tauschen. Vielleicht einmal kurz reine machen? Ja. Reine machen? Stop, Serge. Nee, macht das etwas Kummer, dass hier dieser teure Laptop die ganze Zeit zustaubt. Staubdings hier. Staub saugt immer und ich mach hier ein bisschen. Ich geh mal Kuba-Klima. Hä, bin ich dumm? Ich mache mal hier gerade ein paar Leute in Timeout, weil ich habe euch gebeten, dass ihr nicht spammen sollt. So. Hier vorne ist der Stein bei mir schon gebrochen. Ja, sonst können wir jetzt hier in der Mitte machen. Oder du mal ein bisschen jetzt mal hier, kannst du auch so runterbohren. Ich habe ja hier zwei. Auch noch, also ich habe noch genug. Ach so oder so. Ja, ja. Das ist der Autowaschhandschuh, ne? Ne, der ist aus dem Dings. Aus dem was? Aus dem Korb da hinten bei Kuna, einer. Was? Nein, das ist mein guter Autowaschhandschuh. Echt? Ja. So, komm. Warte. Uwe muss Startsignal geben. Ja. Warte! Jetzt. 3, 2, 1, los! Ich hatte auf einmal irgendwie das Gefühl, dass die Drehzahl so nach ist, aber ich glaube, er ist aber nicht schneller. Der war ruhiger, aber. Hä? Der hatte eine Pause gehabt, glaube ich. Ja, ne? Also, das ist irgendwie merkwürdig. Sonst waren wir gleich auf, was ich halt auch relativ. Oder, ne, vielleicht hat der Bohrer festgesteckt. Kann das sein? Boah. Das sah auf jeden Fall so aus, als wenn er gerade. Was, sonst war ich ja gerade ziemlich gleich auf. Ja. Man hat gehört, dass der geschlagen hat, aber ich glaube, der hat nicht gedreht. Mhm. Nur nochmal? Nochmal? Ja. Was hat der Mann? Ich hab noch, ja, okay. Aber der Akku sagt nur noch zwei. Hast du noch einen? Weiß ich nicht, muss gucken. Denke nicht. Ich hab drei noch. Du hast drei? Ja, ich hab nur zwei hier. Das lohnt sich nicht. Nee, ein kleiner. Max, was soll? Keine Ahnung. Ja, gerade war irgendwie echt gerade gewesen. Max war anfangs schneller. Ja, du warst richtig schneller am Anfang als er, ne? Deswegen will ich das auf jeden Fall normal machen. Ja, aber mein Akku ist nur noch zwei. Und wir haben keinen mehr, oder was? Nee. Ja, sonst machen wir erst Motorsägen und machen gleich nochmal das. Ja. Dann können eben beide Akkus nochmal laden. Ja. Aber das ist ja wirklich jetzt komisch gewesen. Daher, das ist hier richtig spannend, ne? Das ist ein spannender Aufbau, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal Platz machen auf der Werkbank. Ja, die Akkuschrauben müssen mal weg. Okay. Gib mal den Staubsauger. Ja. Kennspannen machen, ne?
Oder hast du ihm noch gespannt? Wir müssen den Tisch umbauen. Das läuft mit der Kamera. Boah, ist nachher relativ hoch zum Ansetzen, ne? Was? Ist nachher relativ hoch zum Ansetzen. Gut, ist ich gespannt. Was ist mit PSA? Ja, Schutz. PSA ist auch da. Schutzbrille und... Oder willst du das noch richtig mit umziehen? Wenn wir haben. Ja klar, haben wir. Da muss ich umziehen. Die Leute, die schneiden auf jeden Fall. Sag mal. Schon zu fest? Nee. Ja, das geht noch so. Ah, geht noch so gerade. Wo sind denn die? Dann hol ich ihn. War der dabei? Was? Wenn er da lag, ja. Relativ viel Spiel, ne? Macht was her, ne? Hatten wir ja anfangs schon mal gesagt, dass ich finde, dass die einen ganz guten Eindruck macht, ne? Auf jeden Fall. Tut schon weh, Noah, der kreist schon, ne? Mhm. Also hier würde ich auch einen Gehörschutz tragen. Steht ja auch da. Ja. Welches Kettenöl ist in der Husky? Kann ich nicht sagen, Agent Smith. Ich habe die heute beim Händler gekauft und der hat Öl drauf gemacht. Und da wir noch nicht damit gesägt haben, konnte ich auch noch nichts nachfüllen. André, was genau hast du bei Tauber gemacht? Kampfmüllräumung und Tiefbau. Kommt der jetzt selber? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das der Kollege, der mich angeschrieben hat, weil sein Arbeitskollege mich kennt. Oder sein Arbeitskollege hat ihm gesagt, ich. Oder irgendwie, ich weiß es nicht. Kampfmüllräumung, ja. Das ist eine, Anils, das ist eine 45 IXP. Und es gibt noch die T, glaube ich. Das ist ja so eine Baumpflegesäge, die hat so einen T-Griff. Eine Stihl MSA 220 als Vergleich wäre schön, aber mein Budget war heute schon ausgereizt, weil die Säge mit Akku und Lader liegt auch ungefähr ein Tausender. Du magst deinen Punto schon lackiert haben. Nee, haben wir bisher nicht. Wir wissen noch nicht, welche Farbe. Genau, Top-Handle und Rear-Handle gibt es genau. Wir haben halt die Rear-Handle. Da zieh ich mich als erstes um, ne? Buchse. Ja. Was ist mit Uwe? Den haben wir nichts. Und was mit mir? Da. Und was ist bei dir? Du hast schon, oder was? Also wir haben eine Schnittschutzhose. Und du hast deine Klamotten. Du musst ja mit Uwe halt immer wechseln. Das ist scheiße.
Und da kannst du ja kein Duell machen. Ja klar, also wir haben noch zwei Sachen. Zwei Hosen? Ja. Hä? Ich denke, wir haben keine zwei Hosen. Du hast gesagt, und für Uwe. Ich habe gesagt, für mich habe ich für dich und dann gesagt, für Uwe. Und dann für Uwe Ach so, aber Uwe kann doch die Hose anziehen. Ja, man kann wechseln, klar. Wieso wechseln? Du kannst doch jetzt die Hose anziehen? Ja, willst du gar nicht sehen, oder was? Nein. Ach so. Ja. Drüber ziehen, oder? Ja, klar. Ja, es wird da bei dir passen. Musst du gucken. So, aber ich schneide Uwe. Von wem sind eigentlich hier die Schokoriegel? Ach, cool. Ne, ich moderiere den Chat. Habt ihr einen Sägeschein? Nein. Doch, bei der Feuerwehr gemacht. Ja. Ja. Nein. Und wir müssen unbedingt den Laptop hier mal saugen gleich. Chef isst und lässt arbeiten. Genau. Es gibt ja auch übrigens Thema Kettensägenschein. Wer es noch nicht kennt, wer so ein bisschen neu dazugekommen ist, gibt zweiteiliges Video, wie ich einen Sägeschein mache. Da gibt es jede Menge Infos zu Kettensägen. Auch zur Pflege und es gibt sogar einen Teil, wo ich bei Husqvarna war und ein paar Sägen abgeholt habe. Benny fragt, was habt ihr vorhin für Früchte gegessen? Was haben wir für Früchte gegessen? Früchte eigentlich nur die getrockneten Erdbeeren, ne? Und die Bananenchips. Lars Peters, gibt es in diesem Jahr einen Online-Flohmarkt? Nein. So, ihr könnt ja leider nicht hinter der Kamera sehen, aber Uwe zieht sich gerade meine Schnittschutzstiefel an. Du kannst die Action-Cam nehmen und dann ein bisschen filmen, wenn du Lust hast. Ich brauche einen Kopf ein. Was ist mit dem Kabel da los? Darfst nicht länger ziehen. Also du müsstest jetzt um den Tisch laufen und dann... Ne, aber ich kann ja so... Da? Ja, das kannst du machen. Sieht auf jeden Fall sehr aufgeräumt aus. Oh, wir wechseln, dann jeder mal jede Säge schneiden. Ich kann ja gleich draufhalten, wenn ihr duelliert. Man muss ja auch nochmal dazu sagen, dass die. Also wir machen jetzt hier intern keinen, also im Innenraum keinen Vergleich gegen die Benziner. Mhm. Wir werden aber nochmal ein Video dazu machen, wo wir die Husky nochmal gegen Benziner laufen lassen und wo wir auch einen Ausdauertest machen. Jetzt geht es einfach nur mal um Speed, so ein bisschen um Power. Und die Milwaukee lassen wir dagegen laufen. Die Milwaukee hat keine brandneue Kette. Nein. Hier ist ja Auslieferungszustand. Die Milwaukee ist aber nicht stumpf, also... Die geht auch noch. Dunkle? Ja, musst du André fragen, wo der seine hingelegt hat, die dunkle. Was denn mit dem Helm? Mit dem Dings? Hängt da nicht einer? Ja, gut, einer kann auch den Helm aufsetzen. Ja. Hä? True Gaming fragt, kleine Husky oder die große? Das ist die große. Benny, wo habt ihr die Erdbeeren und die Chips her? Ist von Koro, neuer Sponsor. Guckt bitte in die Videobeschreibung. Kriegt ihr noch 5% Discount. Meinst du Schweißhelm, ne? Genau. Komm, leg einen Zahn zu. Ja,
Sascha Saarland macht hier wieder ein Weihnachtsspecial mit Preiskategorien. Ja, machen wir. Boah, das ist laut, ne? Du auch? Dein Ohrschutz riecht auch, ne? Oder soll ich die nehmen? Hinter dir. Hä? Na da. Ich sag mal, von der Arbeitungshöhe ist er nicht perfekt, aber egal. Aber gut. Okay. Ja, weil du warm laufen lassen. Boah. Am besten ist es, wenn du dich hier hinstellst. Da ist der Trockenbauer. Ja, das Display hinten ist aus, da kann ich natürlich nichts sehen, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich bin echt heiß, bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt jetzt. Ich glaube, die rasiert schon. Vorsicht. Sonst, dass ich André hier erwische. Jetzt sieht man's, ne? Hier ist eigentlich ganz gut. Ist gut so? Okay, pass auf. Sieht man mich halt so. Was machen wir? Wir machen... Erstmal einen Schnitt, würde ich sagen. Ha? Ein Schnitt zum Anfang so. Ne, ich würde direkt drei Schnitte machen. Mit richtig Kasala. Was ist das denn? Ja, okay. Okay, drei Schnitte. Okay, drei Schnitte auf 3, 2, 1 los, ne? Okay. Ja. Also seid ihr ready? Ja. Ja. 3, 2, 1, los! Ich war so schräg, Alter. Ja. Ja, ich hab mich verkackt hier. Also Alter. Wieder drei Scheiben? Ich hab noch nicht mal eine Scheibe gemacht. Wir machen nochmal drei Scheiben. Alter, das macht mir ja richtig Angst, das Ding. Das sieht auf jeden Fall schon mal... Guck mal, mein Schnitt, wie schief ich bin. Ich habe auch nicht verstanden, was du da gemacht hast. Ja, ja. Hast wieder heimlich getrunken am Klo. Ja, ich glaube schon. Okay, jetzt nochmal. Okay. 3, 2, 1, los. Dann ist sie auch da. Was sagst du? Geht besser denn von der Schärfe? Ja, aber die ist ja noch nicht stumpf. Aber wie hast du denn da, warum hast du denn die Säge nicht arbeiten lassen? Ging ja nicht, ich konnte keinen Druck aufbauen, nix. Ehrlich nicht. Wir können doch gerne mal tauschen, wir sind auch zu doof. Hinterher bin ich ja der Idiot. Komm, mach mal einen Schnitt. Tauschen oder was? Ja, das ist ja jetzt einfach nur live, das ist ja nicht repräsentativ. Ich glaube, ich bin echt zu doof einfach. Ja, aber in letzter Zeit ging es doch eigentlich. Aber nee, da ist irgendwas mit. Ja? Ist das nicht auch die, wo die auch die Schraube beim Baumhausprojekt mit getroffen haben? Jetzt mal wirklich? Die haben eine Schraube getroffen, aber... Aber es war nicht mit der Säge. Mit der haben die Beton gesägt. Komm, jetzt nein, mach... Nein, die haben mit der Kettensäge haben die wirklich eine Schraube getroffen. Ja, komm, ich will auf jeden Fall jetzt einmal mit der Husqvarna sägen. Was haben wir denn noch? Hä? Komm, wir machen jetzt noch einmal... Ja, sehe ich mal, ich guck mal, was ich hier reißen kann. Oder du holst die... Oder wir machen das Tor auf und wir machen nochmal die Stiel. Ja? Dann nehme ich die Stiel. Ja. Okay, dann, pass auf, dann hole ich mal eben... Hast du die Stiel? Welche denn? Ja, die 221, oder? 261? Die 261? Oder die 160er? Nicht übertreiben. Doch, ich glaube, selbst wenn du die 261 nimmst, bin ich vorne, oder? Boah. Nee. Hä? Weiß ich nicht. Wo haben wir denn die kleine Stiel? Ich säge jetzt einmal hier mit einem Schnitt für mich, ja? Ja, mach mal. Na. Kann ja doch. Nein, das ist doch nicht drauf, auf dem Video. Was? Das bringt doch jetzt, wenn du jetzt einfach sägst, oder dass jemand die Kamera... Das ist keiner von der Kamera. Okay, dann hole ich jetzt die 160er. Hä? Das ist doch keine 160er. Wir haben doch eine, ist das eine 100, wir haben, das ist eine 180er. Hol die mal. So, liebe Kinder. Ist das hier ein 160er? Liebe Leute von heute. Schaltst du mal wieder um? Ich sehe ihn nicht. Boah, hab ich da, ist da ein Leck drin, ey? Das ist ja. Der ist doch auch noch auf normal. Hm? Der ist auf normal. Aber die Actioncam okay. Ist asynchron. Also die GoPro ist asynchron. Wenn die aufnimmt mit Ton und Bild. Keine Ahnung. Ja, aber hast du das Bild jetzt gar nicht gewechselt? Doch. Ich hatte ja die ganze Zeit die Actioncam. Aber da ist der Ton asynchron zu dem Bild. Okay, aber das waren ja gerade 15 Sekunden. Okay, da. Ja, weil du ja auf den YouTube-Livestream guckst.
Das ist ja was anderes. Du bist noch genug da. Wenn du auf die normalen Bildschirm guckst, siehst du ja, dass das ungefähr im Zeitraum ist. Reicht. Ein Schnitt, ne? Ich mach mal hier die Türchen auf. Ja. Warte, ich mach die auch schon mal draußen an, damit die ein bisschen warm laufen kann. Ja. Ventilent hier auch nicht, oder? Warte mal, zeig nochmal. Das ist jetzt die 180er, ne? Ja, 181, ja, das ist recht. 181. Ja. Ja. Da kam mir richtig dämlich vor gerade, Alter, dass ich da nichts... Oh, ich habe auch scheiße gesät, aber trotzdem, da kam ja gar nichts. Ja. Lass mal ein bisschen warm laufen. Ja, aber draußen, oder? Ja, ja, ja klar. Klar. Aber mach schon mal Tor auf. Tor ist offen. Ja. Lohn ist da. Lohn ist da. Boah, jetzt gerade, die Nachbarn freuen sich jetzt hier. Nils schreibt, die 45 müsste zwischen der 180 und der 261 sein. Jetzt haben wir die 261. Sehr gut. Ja. Da war sie. Ey, die Nachbarschaft denkt, die sind total bekloppt, ey. Und 10 mit der Kettensäge hier. Ja. Ja, Griffheizung, das finde ich jetzt sehr wichtig. Ey, was sollen denn die Nachbarn sagen? Ja, hol die Säge hier rein. Ich soll dir so warm drauflaufen. Ach, die paar Garschüsse, dann passt das. Life is life, ey. Oh, da war sie. Wir machen jetzt einen Schnitt. Okay. Der hat doch gerade am Laufen gehabt, ne? Der ist schon abgesoffen. Hast du noch einen Schok drin? Eigentlich nicht. Warte. Ja, ich habe keinen Schok mehr drin. Hast du den Schok eben drin gehabt? Ja, ganz am Anfang. Als sie kalt war, also ganz kalt. Da ist doch Espen drauf, oder? Der ist Espen drauf, oder? Aber Tank war jetzt auch nicht mehr so voll. Tank war jetzt auch nicht mehr so voll. Ja. Aber das reicht ja. Das reicht? Der Tank ist... Naja, ja. Ich hol einfach nochmal was. Hol mal was. Säuft ihr nicht ab? Ja, eigentlich nee. Nicht, ne? Aber ja, wir können uns ja alles wieder ausnehmen. Von wem ist das Licht da? Was? Das Licht? Ach, von der Handlampe. Okay. Okay. Warte. Ein Schnitt, ne? Ein Schnitt? Ja, okay. Ready, steady, go! Was ist da los? Ja, mach mal das Ding in der Anlaufung. War direkt zu, ne? Ich wollte halt ein bisschen mitteilen, auch ein bisschen mehr Druck geben, aber dann steckt die, zieht sie sich halt direkt fest. Ich hatte auch ein bisschen Druck versucht, aber dann zieht sie sich halt direkt fest. Du musst ne? natürlich ein bisschen Gefühl mal für die Maschine ja, entwickeln, ja. Was du der Säge zumuten kannst, ne? Ja, aber das geht also. Aber die hat derbe durchgezogen, ne? Husqvarna-Sägen. Also huh? Das interessiert mich jetzt doch immer. Hast du ja schon gesägt? Auch noch nicht, ne? Nee, aber ich will mich jetzt auch nicht erst umziehen. Ich kann mich aber wieder ausziehen, ne? Aber gib mal her, ich will jetzt auch einmal sehen. Das ist, weil die ist ja schon ordentlich durchgefeuert, ne? Ich kann den Sprit bisher hierher riechen. Ivan schwächelt. Heute ist nicht Laserstag. Ne, ist so. Laser hat gesoffen. Nee, glaube ich nicht.
Hä, bin ich denn zu doof? Du musst den Kill-Switch, du schiebst ihn nach vorne. So. Ach so. So. Ja, heute ist nicht mein Tag. Okay, mach's da, sonst. Was? Doch, da sieht man dich. Ja, sieht man dich. Sieht man mich? Okay. Ja, ich hab hier so eine Latenz drin. Alter. Und? Boah, also auf jeden Fall mega, mega geil. Aber ob die jetzt so weit, weit vorne ist als die Milwaukee, boah. Also ich bin echt gespannt, wenn wir eine neue Kette haben auf der Milwaukee. Ich glaube nicht, dass das eindeutig wird, ganz ehrlich. Doch. Nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon. Nee. Was glaubt ihr? Also ich würde vom Gefühl sagen, dass die Husqvarna doch schon noch schneller ist. Aber wir besorgen jetzt auf jeden Fall erstmal eine neue also Kette. Also schon schneller oder deutlich schneller? Also ich dachte... Deutlich. Nee. Wir ganz haben, sicher als nicht. Wir Holz geholt haben, ja. Da haben wir doch die Milwaukee mitgehabt. Ja, da war die auch immer, da war die Kette nicht neu, ne? Ja, aber die war noch nicht alt. Aber was mich was ich gerade komisch fand, du hast irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt in die Knie geht und die war dann aus zwischendurch. Ja, also der erste Schnitt war, gut, da habe ich glaube ich zu viel gedrückt, aber nachher ging es ja. Die letzten beiden Schnitte hatte ich, ja, würde ich sagen, ein relativ gutes Gefühl. Und ja. Ja. Aber ich bin echt gespannt. Also ich glaube, so deutlich ist das nicht, meiner Meinung nach. Ja. Aber auf jeden Fall schon geil. Die Husky ist momentan die beste Akkusäge. Ganz klar, die Husqvarna hier im Moment kann keine Konkurrenz. Kette einfach nachschärfen. Kettenschärfgerät kaufen und testen. Kettenschärfgeräte haben wir nicht. Das kannst du mit der Hand machen. Makita war im Vergleich die schnellste damals. Trockenfrüchte haben auch ordentlich Sägestaub abbekommen. Ja, die sind ja in der Tüte. ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, so langsam, ne? Könnt ihr mal den Mensa 5.0 mit dem Mirka vergleichen? Mensa? Haben wir da? Ich würde gerne mal einen Kasten mitmachen. Ja. Hm? So, vielleicht werden wir einmal abstellen, machen wir das gleich zum Schluss. Genau, guck mal. Sag mal her, das Ding. Keine Schuhe. Ja. Ich war neulich auf Amazon, hab mal was eingekauft. Auch ein Zuschauerhinweis. Sieht mir aus wie eine Kopie von Mirka. Oder für Metabo, ne? Der ist auch baugleich, ne? Mhm. Obwohl das schon etwas einfacher hier ist. Aber Kettensäge macht immer Spaß, ne? Ja. Aber ich finde ihn gut. Ich hab damit meine Arbeit. Ja, Uwe sagt, er ist ganz zufrieden. Ich habe noch keine Meinung dazu, ich habe ihn nur gekauft und ausgepackt. Werden wir euch demnächst nochmal zeigen. Aber Schlauch ist ein bisschen Abturner, oder? Hä? So Schlauch ist Abturner. Schlauch fand ich auch sehr billig. Ja, von der Qualität, aber den spürst du ja nicht, den Schlauch. Nee, das stimmt natürlich. Aber ja. Ich finde das besser, als wenn du den dicken Festo oder Bosch-Schlauch da dran machst jetzt direkt. Aber das ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, die Durchmesser des Schlauchs wird ja für den Schleifstaub normal kein Problem sein, obwohl du vom Durchsatz ja auch schon aber ich mag halt auch immer gerade, dass hier zum Beispiel unser Mirka ist ja immer noch so ein Nylon-Ding da rum, wo halt auch direkt das Kabel mit verpackt ist. Und das finde ich halt ganz schön. Aber guck mal, ist das bei Mirka so, wenn ich hier, eben habe ich mir so ein bisschen die Haut hier eingeklemmt. Mirka ist auch nicht so hoch. Nee, ich wollte gerade sagen, der Abstand ist nicht so hoch. Also das finde ich schon hier... Aber das soll jetzt nicht Bestandteil des Videos sein. Laser mit Stiel mehr mit Gas rein, wenn du so auf Zeit sägst. Ja, das hat mich eben auch gewundert. Du hast sie gar nicht hochlaufen lassen und bist dann rein. Du warst relativ schnell da im Holz. Könntest du nochmal machen. So, es wird kalt, legt Holz nach. Stimmt. Aber... ich würde sagen, wir hauen noch mal einen raus, ne? Preislich meinst du? Ja. Und zwar... Was verlosen wir denn? Die Husqvarna, ne. Muss selber gucken, was wir verlosen. Macht Radau. Ja. Immer mit der Maserung spalten.
Wir haben, wo haben wir die? Was denn? Die Elektriker. Zange. Hab ich schon wieder weggepackt. Das ist schön. Du packst immer alles weg. Na, Oma, auf den Speicher. Das stimmt doch gar nicht. Und Speicher ist gar nicht so viel. Das sind nur leere Kisten. Oh, aber die macht Spaß. Die ist schon stabil, ne? Die ist gar nicht stabil. Und? Auch nicht so schwer, ne? Gut, da hab ich nicht so drauf gehabt. So. Wir haben nämlich heute abgedreht und zwar, was haben wir? Smarte Werkzeuge und unter anderem hatten wir dieses schöne Teil. Link ist unten in der Beschreibung und die verlosen wir an euch in diesem Livestream. Und ihr sollt jetzt einfach nochmal kommentieren. Thema Bohrhammer, Hashtag Bohrhammer, was euer Favorit war und ob für euch jetzt Parkside oder Einhell eine Option gewesen wäre in diesem Test. Ja, und dann haben wir noch Fragen. Kleiner Mann von nebenan, verlost doch mal den Schlüssel für die Werkstatt. Später. Ich säge auf jeden Fall gleich noch ein bisschen, da steht mir fest. Ja. Das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das wäre jetzt gar nicht gerafft. Das hätte gummiert sein können. Ja. Jo, damit für mehr Grip, ne? Ja. Hier mal mit eurem gummiert. Ja, so. Aber wenigstens so wie hier so. So ein bisschen. Hier, das unten. Ist ja gar nicht. Ich meine, ja. Du musst ja ein bisschen nach vorne schieben, damit du so ein bisschen. Ja, du musst einmal drauf kommen, ne? Aber wenn du dann drauf bist, ich meine, das ist ja, klar, der Sicherheitsschalter. Wenn du dir angewöhnst, ist so. Aber der Sicherheitsschalter hier ist ja. Aber da werden wir uns heute noch die ganze Nacht drüber unterhalten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die 4 Stunden voll. Nee. So ungefähr. Also, ach so, bestimmt ungefähr. Ja, so knapp, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, ne, sehen wir uns, wann sehen wir uns eigentlich wieder? Sonntag. Am Sonntag, genau. Sonntag 18:30 Uhr. Smarte Werkzeuge. Ja, smarte Werkzeuge in diesem Sinne. Tschüss, macht's gut, schlaf gut. Tschüss. Gute Nacht. Adios. Adios.